Herzlich willkommen zu unserem Live-Event STO Wagen und Gewinnen. Wir haben heute hier fünf Experten, mit denen wir die nächsten 90 bis 120 Minuten das Thema STO im Detail diskutieren, aus vielen Blickwinkeln betrachten, aus praktischer Sicht, aus technischer Sicht, aus rechtlicher Sicht, aus steuerrechtlicher Sicht. Insofern, vielleicht stelle ich mal ganz kurz unsere Referenten vor. Beginn macht und auch gleichzeitig die Moderation mit mir, dankenswerterweise Robert Schwertner, Krypto-Robby. Hallo Robert, schön, dass du da bist. Guten Morgen auch an diesem wunderschönen 26. Jänner. Danke. Gefolgt nachher von Walter Stramitz, der in der Schweiz sitzt und uns heute sehr, sehr viel zum Thema STO in der Praxis, oder du hast es genannt, STO for Dummies oder STO in fünf Schritten, erzählen wird. Hallo Walter. Hallo Gerhard. Gefolgt nachher von Paul Feldner. Paul, glaube ich, dich braucht man fast nicht vorstellen. Dich kennt man mehr als alle anderen. Ja, man liest von dir fast täglich. Hallo Paul, danke, dass du Hallo. Da bist. Hallo, danke für die Einladung. Dankeschön. Den Abschluss machen dann nachher Christoph Urbanek. Hallo Christoph, mit den Legal-Themen, ja, nicht ganz unwesentlich. Hallo Gerald. Hallo. Gefolgt von Florian Petrikovic, der uns zu den steuerrechtlichen Themen, insbesondere auch steuerlichen Optimierungspotenzialen, am Schluss noch was erzählt. Hallo Florian. Hallo Gerald. Hallo. Ja, Robert, welche Inhalte werden uns erwarten? Naja, zunächst einmal werde ich selber beginnen, obwohl man sich selber nicht vorstellen sollte. Ich werde eigentlich sehr kurz nur über die Austrian Blockchain Landscape berichten. Wir haben seit 3 Jahren gemeinsam mit der AI-Firma Enlight AI eine Landscape zusammengestellt, wo wir alle österreichischen Unternehmen und Startups, auch Organisationen, Vereinigungen immer zusammensuchen und aktualisiert auf einem Schaubild veröffentlichen. Das kann dann verwendet werden, kann man sich anschauen. Und es hat sich einiges getan, soviel kann ich jetzt schon verraten. Und es geht auch um STO, aber vor allem natürlich um Decentralized Finance, ein erweiterter Begriff, wo STO, also Security Token Offerings, für die, die sich noch nicht das wissen, was das heißt, worum es da, also ein Überbegriff. Walter Stramitz wird uns dann auch erzählen, wie man so ein Security Token Offering gestalten kann, was da die Möglichkeiten sind, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und auch Erfahrungsberichte und kritische Erfolgsfaktoren. Paul wird uns erstens einmal seine Erfahrungen mit STOs und auch seine neuen Aktivitäten, da möchte ich nicht so viel verraten, er hat ein neues Konzept nämlich gebracht, also sehr spannend, was er uns zu erzählen hat. Auf Broadcasten, glaube ich, ist darüber schon geschrieben worden, aber ich verrate es noch nicht. Also abwarten. Christian Urbanek wird uns vom Legal Framework von STOs als anerkannte Wertpapiere erzählen, über einen Zeitfahrplan der Emissionen und einen Background mit Hintergrund Real Estate. Und Florian Petrikowitz wird uns über steuerrechtliche Fragen zu Blockchain-Projekten, STOs im Speziellen erzählen. Das, was Sie auf alle Fälle haben, ist, Sie können im Chat jedenfalls sofort, wenn Sie eine Frage haben, etwas reinschreiben. Sie können Fragen stellen und es gibt die Möglichkeit, wir haben auch eine Umfrage, wir werden das jeweils dann ankündigen. Wenn Sie da auf Umfrage klicken, das ist rechts im weißen Feld. Bisher sind noch keine Umfragen reingestellt, aber das kommt dann und da können wir dann auch darauf eingehen. Jetzt würde ich sagen... Ja, vielleicht noch ein paar Worte zu dir, ja. Bevor du gleich in deinem Vortrag entschwindest. Ich meine, Krypto-Robby ist ja ein Markenzeichen, ist ja, glaube ich, ist ja der Zeichen, unter dem du auch, dass ich liebe dieses Wort, ja, Influencer bist. Ja, du bist das ist Influencer. Genau, in Zeiten wie diesen, ja, du bist Influencer. Du hast halt auch über das Wall Street Online Journal 1,2 Millionen Leser oder schreibst Blog. Ja, du hast die Austrian Blockchain Landscape und du bist eigentlich schon seit Jahren, also man kennt dich ja nicht nur als Robert Werther, sondern auch als Krypto-Robby in der Szene extrem umtriebig und du bist, glaube ich, untrennbar mit den Begriffen STO, Tokenisierung oder NFT verbunden. Ja, jetzt hätte ich fast was Böses gesagt, ICO, ja. Nein, ja, ICO.
Ja, ja. Werden wir darauf eingehen, dann ICO, was das heißt, was das vielleicht nicht allen bekannt. Ja, also ich möchte, danke für die Vorstellung, Gerald. Gerald Kerbel, dass ich dir auch mal vorstelle, Steuerberater bei der TPA, die das jetzt für uns alle ermöglicht, nämlich für die Zuhörer, auch für uns Sprecher, für mich als Moderator, einer der Moderatoren, gemeinsam mit Gerald Kerbel. Vielen Dank und ich glaube, wir könnten jetzt eigentlich starten und uns danke. Einen Blick auf die Blockchain Landscape Österreich erlauben, aber vorher noch, genau, ich möchte ganz kurz, ich selber, genau, Gerald hat mich schon vorgestellt, ich habe zwei Unternehmen, eins in Deutschland und in Österreich und zwei große Bereiche, wo wir beraten. Das eine ist die steuerliche Forschungsförderung, das mache ich mit InnoMagic GmbH in Deutschland und Österreich und das zweite ist eben Beratung zu Blockchain-Technologie. Hier geht es vor allem um den Einsatz von Technologie, wo sind interessante Startups weltweit, ja. Und ich habe auch große, umfangreiche Beratungsprojekte mit internationalen Konzernen aus Real Estate, Energiebereich, Retail, Handel und Automotive durchgeführt. Und da habe ich einiges an Erfahrung gesammelt. Plus, ich habe einige Startups beraten auf dem Weg zu, wie man Kryptowährungen einsetzt. Und da meistens am Wege der Businessmodelle. Nächste Folie, bitte. Jetzt müsste ich, ja, genau. Bevor wir aber jetzt gibt es ganz kurz Theorie, weil das ist gleich in der Früh mal, dann ist das sozusagen erledigt. Ich wollte ganz kurz erklären, wir reden jetzt über Security Token Offering. Man muss sich mal vergegenwärtigen, was ist ein Security Token? Wo steht der? Was bedeutet das? Der Begriff der Token ist an sich schon sehr alt. Das Token ist im Prinzip ein Gutschein oder ein Stück, eine Werteinheit, mit der man etwas bekommt. Ja, man kann mit einem Utility Token, ganz links erklärt, eine gewisse Funktion bekommen, also eine gewisse Leistung bekommen, die Utility eben. Und die Utility kann sein, dass man eine Skiliftkarte, ja, bei den in Österreich wunderbar geöffneten Skiliften, derzeit mit einer Skiliftkarte kann man, hat man das Recht, zum Beispiel eine Woche Skifahren in einem Skigebiet. Das ist ein Utility, es wäre eine Utility. Man hat Zugang zu einem Service. In der IT ist Zugang zum Beispiel zur zweitgrößten Blockchain mit dem Ethereum-Token, der auch gehandelt wird, der auch einen Wert hat. Aber man hat auch die Möglichkeit, auf dieser Blockchain gewisse Transaktionen zu leisten, sogenannte Smart Contracts, vielleicht kommen wir dazu. Das ist der Utility-Token. Der Utility vom Charakter her ist weniger als Geld anzusehen, sondern, weil eine Skiliftkarte ist auch kein Geld jetzt an sich, sondern da bekommt man eine Leistung, ist ein Gutschein, bekommt man eine Leistung dafür. Der Security-Token, und darüber geht es heute hauptsächlich, ist ein Wert, hat einen Wertpapiercharakter, ist oft FMA, also Finanzmarktaufsicht kontrolliert und hat eben auch eine Bezahlfunktion manchmal oder eine Werthaltigkeit. Aber da lasse ich dann die anderen Rahmen. Das sollen die uns jetzt im Detail dann erklären in den nächsten guten eineinhalb, zwei Stunden. Das heißt, da dieser eigene Block, um den geht es. Dann gibt es noch die digitale Währung. Darüber wird viel in den Zeitungen jetzt, wenn Sie aufschlagen oder googeln, da wird viel gesprochen. Der digitale Euro, gestern war es wieder Thema in den News. Soll der kommen, soll er nicht kommen? Dazu lassen Sie mich sagen, es gibt drei Arten von digitalen Währungen. Die eine digitale Währung, die wird von einem Staat ausgegeben. China ist schon extrem weit, also der chinesische Yuan als digitaler Währung gibt es schon im Test. Europa überlegt noch und die USA ist auch noch recht weit hinten, was das anbelangt. Die zweite Art der digitalen Währung ist die von einer Firma aufgelegte Währung. Das ist zum Beispiel von Facebook der neue Diem oder Libra Coin. Wenn Facebook eine Währung auflegt, dann spricht man von einer Firma aufgelegten Kryptowährung. Und dann gibt es noch die von einer Blockchain rein im Internet kursierende Währung, die von Programmierern geschaffen wurde, aber die dann quasi sich selbst überlassen bleibt. Und Bitcoin ist hier ein Beispiel. Bitcoin ist so ein Coin, da gibt es keine Firma dahinter, da steht nicht der Staat dahinter, sondern das ist ein reines Computerprogramm und alle beteiligen sich daran. Und
schaffen, dass sozusagen das eine nicht an Staat oder Firma gebunden werden. Und dann gibt es noch sogenannte Asset-Backed Token. Das sind Anlagegüter, damit verbunden, Rohstoffe. Es kann auch Real Estate sein, auch darum wird es heute gehen. Aber Sie sehen, das ist ein Schema, das ist einmal sehr allgemein gehalten. Gut, das war jetzt einmal nur sozusagen die trockene Theorie zu Beginn. Wir werden aber, und das ist meine feste Überzeugung, und so bin ich auch zu Blockchain gekommen, in einer zukünftig in einer tokenisierten Welt leben. Da führt kein Weg daran vorbei. Wenn jetzt vielleicht manche Kryptowährungen kommen und wieder verschwinden, das ist möglich, aber die Tokenisierung und die darunter liegende Blockchain-Technologie wird sich weiter verbreiten und wird, ist ein wichtiger Baustein für das Internet, für die Weiterentwicklung des Internet, nämlich, und das ist der Kern des Ganzen, die Übertragung von Werten über das Internet. Jetzt zur nächsten Folie. Ja, und das ist sie schon. Ich hoffe, sie ist groß genug. Sie finden auch die Landscape auf CryptoRobby Blog Austria oder auf nlight.ai Webseite. Und Sie sehen, es sind insgesamt 147 Player da angeführt. Da gibt es unterteilt oben der große Block der Blockchain Companies. Das ist das obere, die obere Zeile oder das obere Drittel. In der Mitte sind Corporate Early Adopters. Das sind sogenannte große Firmen oder Konzerne, die sich bereits mit recht ausführlich mit Blockchain-Technologie beschäftigen und die schon erste Proof of Concepts entwickelt haben oder schon Anwendungen, die laufen. Also Sie sehen, da ist der Verbund dabei. Die Post hat zum Beispiel eine eigene Briefmarke aufgelegt, Krypto-Briefmarke, hat rasenden Absatz gefunden, weil offenbar die Markensammler, das einerseits ein extrem konservativ, ja, das ist eigentlich eine sehr Briefmarkensammlung, ja, ist ja nicht das, was man jetzt als Hype bezeichnet, aber verbunden mit der Ethereum-Blockchain der Anwendung war wirklich sehr erfolgreich. Interessanterweise, das hat total, die waren sofort ausverkauft und ist ein interessanter Aspekt jedenfalls. Die zweite, also Novomatic beschäftigt sich natürlich, dass gerade der Spielbereich ist wichtig mit Tokenisierung. Hier wird ja ein Jeton, ja, beim Casino, das ist ja auch ein Token, ist ein Wert, ein Gutschein, auch ein Token. Ich möchte, SAP hat sich natürlich beschäftigt, auch in Österreich, mit dem A-Trust hat eine Blockchain-Anwendung. Und natürlich ganz links sehen Sie Verbund Wien Energie, die sich auch mit Energienetzen beschäftigt haben, mit großen Energienetzen, wo man Handel von Energie auf Blockchain versucht abzubilden. Das zu den Early Adopters. Wir können uns die nächste Folie ansehen, denn hier ist es so, bei den ein wichtiger Teilbereich, der jetzt auch in den Medien mehr und mehr wahrgenommen wird, ist der Bereich des sogenannten Decentralized Finance. Und STOs, über die wir heute sprechen, sind einer dieser Bereiche des Decentralized Finance. Aber was ist eigentlich Decentralized Finance, also dezentralisierte Finanzen? Nicht mehr auf einem Server zentralisiert gehostet, sondern, so wie das Internet, sondern dezentral. Und das ist ein Überbegriff. Das ist die Verbindung von Finanzkonzepten und Produkten mit Blockchain-Technologie. Also klassisches Bankversicherungswesen. Ich habe es im zweiten Punkt erklärt. Finanzdienstleistungen übertragen auf Kryptowährungen und sogenannte Distributed Ledger Technology beziehungsweise diese Blockchain-Technologie an sich. Beispiele dafür sind Darlehen auf Blockchain oder in Kryptowährungen, Währungsaustausch, auch Austausch zwischen Coins, Verzinsung, Aktien, Anleihen und so weiter. Und ich habe links, sehen Sie, eingeblendet nochmal vergrößert aus der Blockchain-Landscape. Da beschäftigen sich in Österreich doch einige damit, im weitesten Sinne mit diesem erweiterten Decentralized Finance-Begriff. Ich nehme jetzt nur links unten, Morpher zum Beispiel, bildet Aktien ab. Und dass man Aktien 24 Stunden am Tag handeln kann, auch am Wochenende, auch nach Börseschluss sozusagen, das ist eine der Anwendungen. Trality, auch links unten, die machen möglich, dass man sich eigene Algorithmen sehr einfach programmieren kann. Man muss dann nicht unbedingt große Programmierkenntnisse haben. Chainlock ist ein Unternehmen, das eine Kryptowährungsspeicherfunktion entwickelt hat, wo man also auf Block in einer so einer Wertkarteartigen Medium oder Speicher kann man Kryptowährung abspeichern
und dann sozusagen vom Internet nehmen und sicher verwahren, ähnlich wie Gold. Man könnte es also vom Netz nehmen und dann in einer Hardware speichern. Dahinter steht die österreichische Staatsdruckerei, die dieses Projekt durchführt. Es sind noch zahlreiche andere, ich möchte jetzt nur ein paar anreißen. Sie können sich dann durchschauen, wir haben auf der Website dann auch die Links zu den jeweiligen Unternehmen. Ganz oben rechts vielleicht auch Krypto Wiener, ja, ein urösterreichisches Projekt. Hier geht es um Kunstwerke auf Blockchain durch sogenannte non-fungible Tokens oder nicht übertragbare Token, oder die sind direkt mit einem Kunstwerk verbunden. Conjungate macht dasselbe. Das sind so im Kunstbereich also auch Anwendungen. Blockbit in der Mitte ist ein Unternehmen, da hören wir später noch was davon. Die haben eine Steuer-Solution auf Blockchain für Kryptowährungen geschaffen. Gut, nächste Folie. Da möchte ich nur ganz kurz eingehen, was tut sich sonst? Also es gibt im Crypto-Trading einige, Bitpanda allen voran ist in Europa einer der größten Kryptowährungsbörsen und das finde ich doch die haben eine hervorragende Leistung, Performance, sind einer der Unicorns in dieser Blockchain-Szene und international durchaus haben sie große Aufmerksamkeit. Mining, hier gibt es Krypto-Miner, das sind derzeit 4, also nicht wahnsinnig viele Unternehmen im Vergleich zu anderen Ländern. Im Mobilitätsbereich haben wir aber ein interessantes Projekt, das E-Loop zum Beispiel ist ein E-Car-Sharing auf Blockchain-Projekt, das in Wien Elektroautos betreibt, die man mieten kann. Und die hatten kürzlich jetzt auch ein ICO, STO gemacht. Da gibt es natürlich Steuerberater, die sich damit beschäftigen, TPA ist dabei, aber auch die anderen, KPMG, BDO. Rechts oben ist interessant, die Factorio, die machen Rechnungen auf Blockchain. Also Rechnungen, die Rechnungslegung auf Blockchain beschäftigen sich schon lange damit. Auch die anderen, Ticketing ist ein neues Projekt, hat gerade einen BAM, ja, also im Ticketing, Kassler hat einen Preis in Deutschland gewonnen, um nur ein paar zu nennen. Gut, nächste Folie bitte. Es gibt einige Blockchain-Protokolle, links oben. Natürlich Artist, die Blockchain, die ist schon sehr lange, die führen ein eigenes Blockchain-Protokoll. Das ist wie ein Betriebssystem, ja, von einem Computer. Dann gibt es Faircom, das ist eine Fair-Blockchain. Die haben erst kürzlich damit gestartet. IOV42 hat eine eigene Blockchain. Das ZeroBS-Network hat mit Raiffeisen gerade letztes Jahr einen Token aufgelegt. Und die haben auch für E-Loop zum Beispiel die Blockchain gebaut. Und IBM hat auch ihre eigene Blockchain Hyperledger. Dann gibt es natürlich im Legal-Bereich zahlreiche große Kanzleien, die viel Erfahrung haben. Ich möchte jetzt nicht alle erwähnen. Und im Consulting-Bereich gibt es auch einige Unternehmen, die sich mit Blockchain-Beratung beschäftigen und durchaus sehr erfolgreich. Nächste Folie. Ja, ein paar kurze Worte zu dem Ökosystem. Es gibt andere Ökosysteme, zum Beispiel AI oder Virtual Reality. Das Blockchain-Ökosystem hat eine interessante Eigenschaft, haben wir herausgefunden, international und auch in Österreich. Wir haben 50% Attrition, das heißt 50% der Unternehmen vom letzten Jahr sind wieder verschwunden, sind eigentlich, also wenn wir wirklich auf den Unternehmenssektor, aber es sind 60% dazugekommen. Das heißt, es gibt einen großen Wechsel, große Veränderung. Das heißt, endlich haben die Entwicklung eingestellt oder machen jetzt nichts mehr mit Blockchain oder sind in Konkurs gegangen. Aber dafür gibt es viele neue. Großer Wechsel. Das ist schon sehr besonders, wenn man zum Beispiel sich die AI-Landscape ansieht, da bleiben die Unternehmen meistens. Dafür ist der Zuwachs nicht so groß. Ja. Nächstes. Neu ist, dass man seit letztem Jahr sich registrieren muss bei der Finanzmarktaufsicht und es gibt, wenn man Kryptowährungen im Namen oder auf Rechnung anderer handelt und da gibt es doch einige Unternehmen, wir haben hier ein paar die wichtigsten hervorgestrichen. Es gibt, da ist natürlich auch Bitpanda dabei, da ist Crypto Management dabei, BitPay, Courant ist schon lange, die machen auch diese Kryptowährungsautomaten, Salamantex und andere. Es ist also notwendig, sich zu registrieren, das ist verpflichtend, auch gleich ein Hinweis, wer sich mit Kryptowährung beschäftigt und für andere handelt, muss sich mittlerweile registrieren lassen. Gut, nächste Folie, ja, dann
dass man so einen Überblick hat, was ist in Österreich, was tut sich generell. Wir haben das ein bisschen grob unterteilt. Also 26% gibt es DeFi. Also Decentralized Finance ist jetzt total gewachsen. Das gab es vorher noch nicht. Early Adopters sind 19%. Die waren verschwindend gering im letzten Jahr. Also es gab noch kaum große Firmen, die sich wirklich ernsthaft damit auseinandergesetzt haben. Große Veränderung. Und dann gibt es halt Professional Services. Das sind so Anwälte, Beratung und so weiter. Die machen 50%, die sind sogar etwas geschrumpft auf Kosten der DeFi, die hier zugewonnen haben und Early Adopters. Und die Blockchain-Protokolle sind ein bisschen unverändert geblieben. Nächste Folie. Dass man sieht hier, wie hat sich das entwickelt über die Zeit? Also technologisch, im Bereich Technology, wenn man die so grob kategorisiert, im Bereich Technology gab es 2017 nur sehr wenige Unternehmen und Startups. Und da hat sich doch viel getan im technologischen und Programmierbereich. Es gibt so 14 größere Player, die im Technologiebereich Blockchain-Technologie weiterentwickeln. Initial Coin Offerings, und jetzt kommen wir zu dem Bereich, wo es heute geht. Da schauen wir genau drauf. Da gab es die berühmten Initial Coin Offerings 2017, 18, ein bisschen noch 2019. Aber Sie sehen, 2019 war eigentlich Schluss dann. Es gibt seither keine Initial Coin Offerings. Und das hat zwei Gründe. Erstens einmal war eine große Euphorie aufgrund des Bitcoin-Hypes Ende 2017, dass man sich gedacht hat, jedes Startup hat geglaubt, sie werden ganz reich und ganz schnell reich und können also mit der eigenen Coinfeed Geld einsammeln und dann ein Business starten. Und das Geld einsammeln hat oft funktioniert, nur das Business danach ist nicht gekommen. Das hat nicht geklappt. Wir können darüber reden. Ist auch eine kleine Frage an andere immer, was sind die Learnings daraus? Was ist da die Erkenntnis? Security Token Offering hat man gesagt, 2018, 2019, das ist the next big thing. Naja, dass es das next thing ist, sieht man schon, aber Sie sehen 2018 ein Security, dann 19 noch eines und 2020 auch eines. Man kann jetzt so sagen, manche waren im Startphase oder manche haben dann begonnen, aber aufgehört. Aber so diese 14 von 2018 im ICO-Bereich haben wir noch nicht. Ich sehe es zwar als the next big thing, aber es dauert offenbar länger, als wir uns das wünschen. Tatsächlich ist es so, dass viele Unternehmen in diesen Decentralized Finance Applications dabei sind. Also die schon angesprochene Anwendung von Blockchain-Technologie, ohne jetzt direkt eine Kryptowährung aufzulegen. Blockchain-Protokoll hat sich ein bisschen verändert. Crypto-Mining ist praktisch das gleiche geblieben. Und der Consulting-Bereich ist gestiegen. Dann das Ökosystem, also es sind neue Institutionen, Vereinigungen, zum Beispiel die DLT Austria, eine neue Vereinigung, die sich darum kümmert, Blockchain-Technologie weiterzuentwickeln. Auch die Universitäten sind stark aufgesprungen. Sie sehen, 5 haben sich ernsthaft in 2017 damit beschäftigt. Jetzt sind schon 20 und wahrscheinlich kommen noch weitere dazu. So, ja, next. Ja, das war's schon. Ich selber habe nicht nur die Marke oder diese Kunstfigur Crypto Robbie geschaffen, sondern ich bin auch ganz normal Unternehmensberater und Geschäftsführer einer GmbH in Österreich und auch in Deutschland. Und wenn Sie noch weitere Fragen haben, auch auf InnoMagic finden Sie mich. Es gibt, hiermit würde ich das einmal abschließen, es gibt dann die einige Unternehmen werden sich jetzt im Detail besprochen. Und lassen Sie mich gleich sozusagen noch sagen, wenn Sie Fragen haben, Sie haben die Möglichkeit, sofort im Chat eine Frage zu stellen. Wir werden dann entweder am Schluss der Veranstaltung drauf oder gleich darauf zurückkommen. Und aber du Sie werden sie finden. Yes. Danke. Danke. Danke für deinen Abriss. Eine Frage hast du vielleicht gesehen, ist reingestellt worden. Da ging es um die Registrierung und eben die Frage, muss ich mich registrieren, weil ich selbst handle? Ja. Die Frage gebe ich weiter an die Juristen, aber das könnte ich jetzt nicht, wenn ich selbst handle. Grundsätzlich nein. Man muss nicht, wenn man Bitcoin kauft, ja, für sich selbst und sein Privatvermögen und man, die anderen mögen mir hier zustimmen oder das relativieren dann später, da muss man jetzt, Bitcoin kann man kaufen, da geht man auf eine Kryptowährungsbörse und kauft das. Da muss man sich nicht registrieren. Aber wenn man für andere das macht, und da gibt es auch schon große, was für andere kann, aber auch schon in die Richtung bei der Beratung muss man auch schon aufpassen. Ja, also da gibt es schon Graubereiche.
du, wenn du die letzten Jahre zurückblickst, was sind für dich so die wesentlichen Learnings aus den letzten Jahren? Weil du hast ja schon ein paar Big Things angekündigt, die halt doch noch ein bisschen brauchen. Ja, also die größte Learning war, auch für mich selber, ich war genauso euphorisch bei den ICOs. Ich habe mir gedacht, ja, manche haben so unglaublich tolle Businessmodelle im Gaming-Bereich, auch in Österreich. Ja, wirklich, wo ich mir dachte, wow, die sind echt cool, die machen tolle Sachen. Hat sich dann eben nicht als so erfolgreich herausgestellt. Und ich glaube, eine der Antworten ist, die waren einfach noch zu früh. Das ist wie beim frühen Internet. Du hast einfach noch nicht die Infrastruktur, die Leute haben noch nicht die Coins, die wissen ja noch nicht. Das heißt, das passt schon. Die Richtung stimmt in dem Fall wirklich, ja. Und ich glaube, da muss man einfach Geduld haben. Viele Businessmodelle, die vielleicht vor zwei, drei Jahren zwar toll geklungen haben und gescheitert sind sozusagen, werden trotzdem kommen. Sie waren doch richtig. Manche haben aber auch einfach überzogene Erwartungen gehabt, ja. Okay, das heißt, Tokenisierung ist aus deiner Sicht auf jeden Fall die Zukunft. Das ist der Punkt ist, worum geht es eigentlich bei dieser Tokenisierung? Wenn ich dir, Gerald, zum Beispiel 100 Euro rüberreiche, ja, wir würden, wenn Corona nicht wäre, vielleicht nebeneinander sitzen auf einer Bühne oder so, und ich würde dir den Schein in die Hand geben, da brauche ich keine Bank, da brauche ich mich auch nirgends registrieren. Ja, das wird auch nicht aufgezeichnet irgendwo in einem Register. So, und wenn ich aber dir auf überweise 100 Euro, dann ist immer im Hintergrund, überweise ich das von meinem Konto auf meiner Bank X, das geht an deine Bank Y und dann hast das du am Handy. Ja? Aber im Ergebnis habe ich dir eine Nachricht geschickt, 100 Euro von mir zu dir hinüber. Und das könnte auch direkt gehen. Im Prinzip stellt die Tokenisierung das richtig und die Blockchain-Technologie, was derzeit sozusagen eine historisch gewachsene, mühsame Art ist, etwas zu überweisen mit dem Internet, nämlich, dass ich immer im Hintergrund Banken brauche. Und, ja. Und bei Bargeld brauche ich es nicht. Und deswegen ist das richtig, deswegen wird das auch kommen und nur muss man noch schauen, wie und wie schnell und manches gibt, ja. Okay, wobei ich könnte dir auch anbieten, nachdem wir beide in Klosterneuburg wohnen, ich komme kurz bei dir vorbei am Heimweg. Und du kriegst die 100 Euro, ich habe mir gedacht. Ja, genau. Gut. Okay, fein. Wenn es sonst noch Fragen gibt, ich hätte jetzt nichts im Chat mehr gelesen. Ja. Und vielleicht kurz ein Schwenk zum Walter, oder? Möchtest du vielleicht Walter noch kurz vorstellen, Robin? Ja, natürlich. Walter Stramitz ist ein Experte der Blockchain-Technologie. Er ist ein ausgesprochener Kenner der Szene. Er ist sozusagen im Epizentrum der Welt, kann man sagen, von Blockchain-Technologie. Er sitzt derzeit sozusagen direkt, wo am meisten in Blockchain-Technologie passiert ist, nämlich in Zug, in der Schweiz, in der Stadt Zug, die ja sehr früh hunderte von Startups angezogen hat. Also Sie haben jetzt die Landscape gesehen bei uns. Wir haben ungefähr insgesamt 150 Unternehmen und Organisationen in Österreich, die sind Blockchain. In Zug gibt es über 600 Startups, nur allein Startups, die sich damit beschäftigen. Ja, und einige Unicorns sind dabei. Ja, trotzdem hört man, dass der Walter Stramitz aus der Steiermark, ja, der steirischen Dialekt jedenfalls, also jedenfalls Österreicher ist, ja, und sein Glück auch in der Schweiz versucht hat, mit vielen Projekten und sehr erfolgreich gestartet hat bereits. Er ist auch, und zwar Treasurer ist er bei der FIBRI, das ist die International Blockchain and Real Estate Organization, und ganz wichtig, er ist Organisator und Initiator der Blockchain for Real Estate Konferenz, die am 24. Juni heuer stattfindet, würde ich gleich eintragen, eine hybride, aus heutiger Sicht hybride veranstaltete Konferenz, virtuell und vielleicht, wenn es schon geht, auch im realen Leben in Wien. Blockchain Real gibt es schon einige Jahre und ist eine sehr empfehlenswerte Veranstaltung, wer sich im Immobilienbereich besonders da interessiert. Es ist auch die Zukunft. Walter, jetzt aber erklär du uns about STO, Security Token Offerings. Okay, ihr könnt mich hören, oder? Wunderbar, wir können dich wunderbar hören. Dann share ich jetzt mal den Screen. Schauen, ob das funktioniert. Ihr seht das jetzt? Ja. Cool. Okay, legen wir los. Herzlich willkommen zu meinem Vortrag.
Bei mir geht es darum, die wesentlichen Schritte zusammenzufassen, die zu einem SDO führen. Das heißt, Ziel ist es, dass Sie eine Idee bekommen oder ein Gefühl dafür bekommen, was muss ich tun, um selbst einen SDO zu machen. So, vielleicht noch ein paar Worte zu mir. Robi hat eh schon einiges gesagt, also Steirer, lebend in der Schweiz, seit 20 Jahren in der Schweiz tätig im Bereich Finanztechnologie vor allem. Ich habe ein gutes Dutzend Blockchain-Projekte gemacht, einige davon haben auch eine internationale Aufmerksamkeit erreicht. Founder von Fibri.org, das ist mittlerweile die größte Organisation weltweit für Blockchain und Real Estate. Wir sind auf allen Kontinenten, haben 150 Locations sozusagen. Und wachsen munter weiter. Das heißt, das Interesse im Real Estate Sektor ist an Blockchain, an STOs ist definitiv vorhanden. Und ich bin auch Gründer von Element 36. Das ist mein Startup. Mit dem Startup haben wir unter anderem die Investmentplattform gebaut für Crowded Token. Da kommt dann später noch mehr. Dann zeige ich auch, was wir dabei gemacht haben und worum es überhaupt geht. Ich bin selbst verheiratet, wie gesagt, lebe in der Schweiz, habe eine Tochter, 8 Jahre, bin recht happy hier. Alright, in 5 Schritten zum SDO, das heißt, irgendwann muss man mal den ersten Schritt gehen und der erste Schritt ist eigentlich ein sehr offensichtlicher Schritt. Ich muss mir mal überlegen, wie verdiene ich jetzt beim SDO oder wie stifte ich Wert für meine Investoren und Wert für meine eigene Firma mit einem SDO. Das ist, im Prinzip geht es um die Sinnfrage, weil es eben so offensichtlich ist, wird das immer nur so halbherzig gestellt und wird gesagt, ja, wird schon gehen. Und so auf diesem Weg, wenn man dann diesen Schritt dann vielleicht übergeht, später holt einen die Realität dann ein. Das ist hier so typische Killers, das sind so Learning Points, die ich zusammengefasst habe. Oft kommt man immer wieder die Frage der Niedrigzinspolitik der EU. Das heißt, die Hypotheken sind unglaublich günstig. Kann ich mit denen überhaupt konkurrenzieren, wenn ich jetzt ein STO-Angebot mache? Auf der anderen Seite haben wir niedrige Sparzinsen. Das heißt, man könnte ja schon, eigentlich mit nur wenig Zinsen ist man schon über ein Sparbuch und so kann man eigentlich Investoren anziehen. Dann oft schrecken hohe Investitionskosten ab, dass man sagt, ja, der STO, der kostet mir einfach zu viel im Sinne von Legal und Technik. Sehr oft ist auch, dass man, wenn man jetzt, was der Robi gesagt hat, ich nehme mal an, viele verstehen nur Bahnhof, wenn man so ein Angebot ins Internet gibt und das ist sehr technisch noch formuliert ist, dann hängt man halt auch die Investoren ab, also mögliche Investoren. Das heißt, die Technik ist zu umständlich, wie kann ich diese Security, diese Tokens, wie kann ich die überhaupt kaufen, wie kann ich die übertragen etc. Und ein ganz wichtiger Faktor bei vielen Geschäftsmodellen ist, sind diese Tokens, diese Security Tokens später dann handelbar oder nicht? Das heißt, wenn ich drauf komme, hey, die Handelbarkeit ist zu kompliziert oder ist mir zu teuer oder ich finde einfach keine Börse, wo ich die handeln kann, dann fällt das oft mal zusammen. Also diese Sinnfragen vorab zu stellen, ist auf jeden Fall mal eine gute Idee und das auch strukturiert zu machen. Das heißt, für jedes Geschäftsmodell hat bestimmte Annahmen, zum Beispiel der Token muss handelbar sein und dass man dann wirklich mal den Finger drauf hält und schaut, ja, wer handelt denn jetzt wirklich meine Tokens, wie mache ich denn das? Das ist so die Quintessenz. Ich möchte aber trotzdem noch ein paar positive Beispiele geben von STOs, einfach einmal so, um Ihre kleine Trickkiste zu füllen, was kann ich denn STO sozusagen? Ein ganz typisches Beispiel ist Mezzanin-Kapital für geplante Projekte, geplante Immobilienprojekte, das ist ganz typisch. Das ist Crowdfunding à la Dagobert Invest oder Crowdfunding à la Conda. Aber durch das, dass STOs oder Tokens ja voll digital sind, habe ich eigentlich, ja, ist die Anwendungsmöglichkeit grenzenlos und ich kann relativ leicht auch bestehende Vermögenswerte tokenisieren, also mit einem STO zu vermischen sozusagen. Das heißt, ich habe irgendwie vorhandene Immobilien, ich habe dort Mieternamen und kann dort zum Beispiel den EBIT, also die Investition als Token quasi verbriefen und dann den EBIT oder die Mieternamen direkt an meine Investoren ausschütten.
Das ist ein Modell, das ich später zeigen werde, wie es Crowdy Token gemacht hat. Also da gibt es noch ein bisschen mehr Infos. Aber dadurch, dass so universal einsetzbar ist, gibt es noch viele Möglichkeiten hinsichtlich Digitalisierung. Beispiel ist Mietkaufmodelle. Das heißt, wenn sich jemand nicht für eine Hypothek qualifiziert, kann er für in den 5 oder 10 Jahren, in dem er etwas mietet, kann er zum Beispiel der Mietkaufmodell, das mit Tokens verbrieft wird, für eine Hypothek ansparen. Und das ist natürlich attraktiv. Ich kann vielleicht die Wohnung schneller an den Mann bringen oder als Bank kann ich mir einen sehr guten Lead holen für einen möglichen Hypothekarkredit. Da gibt es noch weitere Geschäftsmodelle. Ich gehe jetzt da nicht mehr weiter drauf ein. Schauen wir mal zum nächsten Schritt. Nächster Schritt ist, ich muss mir genaue Gedanken machen, wer sind die Kunden? Das heißt, wer kauft diesen Token? Und die wichtigsten Fragen habe ich mal zusammengefasst. Das ist, sind meine Käufer Endverbraucher oder sind es Profis? Sind es vielleicht sogar eigene Mitarbeiter, wenn es um Mitarbeiterbeteiligungen geht? Dann, wie bewerbe ich das Ganze? Bewerbe ich das öffentlich im Internet oder eher geschlossen, zum Beispiel in einem bestehenden Kundenkreis? Wie ist das Gesamtvolumen? Das heißt, wie viel wird insgesamt investiert? Und wie viel investiert oder wie viel muss ein Investor Minimum oder darf er ein Maximum investieren? Das sind alles Fragen, die muss man mal festnageln und auch schauen, wer ist denn da in diesem Pool an Kunden drinnen? Und wenn da in diesem Pool an Kunden halt auch, ich sag's mal, die Großmutter drinnen ist und jemand, der 60 und pensioniert ist, dann ist halt auch ein typischer Killer, wenn es zu kompliziert ist. Das heißt, wenn ich mich auf reine Kryptotechnologie verlasse, dann wird man da kein Mensch investieren. Das ist noch nach wie vor zu kompliziert. Das ganze Handling, da muss ich drüber über diese Hürde. Oder auch häufig ist das ganze Thema AML, also Anti-Money Laundering. Das heißt, wenn ich Geld annehme, da muss ich auch Identifizierung machen und das kostet halt. Das kostet Zeit und ist auch schwierig zu benutzen für den Otto-Normalverbraucher, weil man Passwort hochladen muss, Identity, dann gibt es vielleicht noch ein Video-Onboarding etc. etc. So, wenn man jetzt da weiß, wie will ich Geld verdienen, das heißt, das Businessmodell ist klar und ich weiß, wer sind die Kunden, dann muss man nochmal über diese 2 Punkte drüber gehen und wirklich schauen, ob das überhaupt jemanden kratzt, ob das mein Angebot meinen Kunden überhaupt interessiert. Also ich muss nicht zuerst die ganze Plattform programmieren und bei der FMA das okay holen. Ich kann jetzt schon sehr schlank zum Beispiel mit Interviews auf die Straße gehen oder ganz normale Internetrecherche machen, wenn ich mein Geschäftsmodell in Spanien erfolgreich war, in den USA erfolgreich war oder in Deutschland. Wieso sollte es nicht auch in Österreich erfolgreich sein? Also das ist typischer Recherchevorgang. Dann habe ich vielleicht das grüne Licht, ja, es funktioniert oder es ist zu wenig Interesse. Und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das validiert. Und wichtig ist, dass man das wirklich strukturiert vorgeht. Das heißt, ich habe Annahmen, okay, ich brauche ungefähr 1.000 Benutzer, die im Durchschnitt 10.000 Euro investieren, dann funktioniert es. Dann kann man diese Annahme auch testen, direkt am möglichen Kunden. Ziel ist es, nach Schritt 1 und 2, dass ich das Risiko im Griff habe, das heißt, ich weiß genau, wo kann es scheitern und auch das Angebot geschärft habe. Das heißt, was verkaufe ich eigentlich? Was ist der Vorteil für einen Investor und was bringt mir das selber in der eigenen Firma? Das muss jetzt wirklich, das muss Hand und Fuß haben. So, Schritt 1 und 2, sagen wir mal, das ist gut. Jetzt schauen wir weiter. Erst jetzt kommt das ganze Token-Gedöns, sage ich mal, ins Spiel. Das heißt, jetzt, wenn man weiß, wie schaut das Geschäftsmodell aus, wer sind meine Kunden? Jetzt wird es interessant, wie kann ich das mit einem Token-Konzept abbilden? Zum Beispiel, wichtig in meinem Geschäftsmodell ist die schnelle Übertragbarkeit von Recht und Werten. Dann ist die Frage, wie mache ich das mit meinem Token? Das geht jetzt relativ stark ins Detail. Da ist auch sehr viel Legal dabei. Die wichtigsten Kriterien, also ein sehr wichtiges Kriterium, wie schon zu Beginn erwähnt, ist die Handelbarkeit. Token sind von Natur aus handelbar, da hat man null Problem, aber man braucht auch das rechtliche Rahmengerüst, um seine STO, seine Security Tokens handeln lassen zu können, also dass man das zum Beispiel auf der eigenen Plattform verkauft.
Hier gibt es unterschiedliche Token-Konzepte. Ich habe in Anhang meiner Präsentation ein paar Konzepte als Images dazu gehängt. Ich gehe aber dann nur auf das Crowded-Token-Beispiel an. Auf der rechten Seite sehen Sie noch so das Konzept. Wir machen das schon relativ lang, dass wir Token-Konzepte entwickeln. Und es haben sich so sechs typische Stellschrauben von Tokens herauskristallisiert. Das ist zum Beispiel, welche Technologie verwende ich? Wo speichere ich meine Tokens? Mache ich das auf dem Browser oder mache ich das bei einer Bank? Oder auch Volumen haben wir schon gesehen. Und je nachdem, wo das Geschäftsmodell dann positioniert ist, kommt man halt relativ schnell voran oder muss ich halt eine bestimmte regulatorisches Okay einholen. Das kann dann recht bremsend wirken. So, Thema Regulatorien, das heißt rechtliche Rahmenbedingungen. Hier ist einfach wichtig, wenn man das Geschäftsmodell hat, man hat die Kunden, man kennt das schon, das Token-Konzept, dann muss auch einfach bewusst sein, dass es hier bestimmt verschiedene Schubladen gibt. Das heißt, in Österreich typischerweise ist das alternative Finanzierungsgesetz. Es gibt jetzt in Österreich eine Sandbox oder man kann auch EU-Recht starten. Da kommt man eigentlich relativ schnell weiter. Schweiz zum Beispiel, das, was ich verwende, ist Fintech-License. Da kann man bis zu 100 Millionen Assets annehmen oder auch die Sandbox, wo man eigentlich ohne irgendeine Auflagen fast durchkommt, solange man unter einer Million Transaktionsgröße bleibt. Okay, auch hier gilt, wenn man das Legal Framework kennt, vielleicht nochmal zurück zur Token-Zent, vielleicht auch nochmal zurück zu ganz zum Start, zum Business-Modell und dass man das alles nochmal abcheckt. Wenn man zum Beispiel ein Beispiel ist, wenn das Geschäftsmodell enthält, ich nehme als Einzahlung Bitcoin entgegen oder Ethereum, dann kann ich das zum Beispiel wegstreichen und sagen, ja, ich nehme jetzt nur Euro-Zahlungen entgegen, dann tut man sich mit der Geldwäschereibestimmung leichter und wird wahrscheinlich der Geschäftsmodell gar nicht viel schaden. So, letzter Schritt, also bis jetzt ist es ein rein digitales Geschäftsmodell, aber erst im letzten Schritt macht man sich eigentlich Gedanken, ja, wie mache ich das jetzt digital? Und da ganz grob zu sagen, es gibt zwei Stoßrichtungen. Das eine ist die Frage, ob ich das alles selbst mache. Das ist eigentlich DeFi, dezentrale Finanz. Das heißt, es gibt keine zentrale Plattform, wo ich mein Angebot jetzt anbiete. So eine zentrale Plattform wäre zum Beispiel Conda, wäre Black Manda oder Crowded Token, sondern ich will es selber machen. Meine eigene Marke nutzen, vielleicht ein eigenes Startup machen, ein eigenes Venture und dort loslegen. Oder eben, ich stelle mein Angebot oder ich mache eine Partnerschaft mit Conda oder auch Crowded Token und nutze deren bestehende Reichweite. Also wenn das zum Kundenstamm passt, den man selber hat, ist das durchaus, ich sage es mal, der größte Wert. Hinsichtlich Geschwindigkeit und Kosten sind die beiden ebenbürtig. Das heißt, das Do-it-yourself, das kann man relativ schlank in wenigen Wochen schon hinkriegen. Das meiste ist die meisten Werkzeuge für einen STO gibt es bereits out of the box. So, nochmal zusammengefasst, zeitlicher Ablauf in 5 Schritten. Man kann das durchaus den gesamten Ablauf in 2 Monaten machen. Wenn man sich beeilt, auch in weniger, wenn die Geschäftsmodelle vom Volumen her größer sind und auch öffentliche Angebote sind, dann kann es auch länger dauern, weil man eben bei der FMA vielleicht vorher das Okay holen will, bevor man mit der Implementierung beginnt. Okay, zum Beispiel, Crowded Token ist eine Art Immobilienfonds, also man darf nicht Fonds dazu sagen, aber es fühlt sich so an, regulatorisch in der Liechtenstein angesiedelt, gemanagt in der Schweiz und also mein Startup Element 36 hat da die Investitionsplattform für Crowded Token gebaut. Das Konzept hier ist vielleicht noch interessant, wie die aufgebaut sind, das heißt zu Beginn lädt man sozusagen sein Geld hoch. Das heißt, als Investor, habe ich vielleicht noch vergessen zu sagen, hier geht es wirklich darum, um Investitionsmöglichkeiten für Endkunden, um in Immobilien zu investieren. Das heißt, ab 100 Euro oder 100 Schweizer Franken kann man bereits in eine Immobilie, in eine Schweizer Immobilie oder auch österreichische Immobilie rein investieren. Das ist so das Geschäftsmodell. So ist es aufgebaut. Das heißt, die sammeln zuerst das Geld ein. Zuerst lädt man sein Geld hoch. Walter, da habe ich eine Frage.
Was heißt, lädt man sein Geld hoch? Wie lädt man sein Geld hoch? Wie, das zeige ich dann gleich in Anschluss. Aber wichtig ist, es ist in zwei Schritten. Das heißt, zuerst, wenn man jetzt bei Dagobert Invest sucht man sich eine Immobilie aus und dann kann man dann jetzt, ich sag's mal, 10.000 Euro einwerfen und man hat dann nach 1,5 Jahren dass die 10.000 Euro plus 6, 7, 8% Zinsen kriegt man dann wieder zurück. Hier ist das Modell anders. Hier zahle ich quasi mal die 10.000 Franken oder Euro ein und dann kann ich mit diesen 10.000, dann werden diese 10.000 Euro in 10.000 Tokens umgewandelt, die heißen in dem Fall CRTs, Crowley Tokens. Und diese Tokens kann ich dann an verschiedene Immobilien platzieren. Wenn ich Tokens an einen Immobilien platziere mit 5%, dann kriege ich die 5%. Man wird so quasi wie ein eigener Immobilienmanager. Man kann sich ein eigenes Portfolio zusammenstellen und hat 30% seiner Tokens, die 3.000 Euro hat man jetzt in einer 5% Immobilie und die restlichen 7.000 hat man in 4,5%, weil man glaubt, dass das vielleicht stärker in Wert steigt. Also es ist ein Zwei-Schritte-Konzept. So, wie schaut das Ganze von der Oberfläche aus? Dieser erste Schritt, dieser Buy-Tokens, das ist einfach, ja, man kriegt, man hat hier den den Begünstigten, man hat eine Kontonummer, dort überweist man seine 100 Franken oder seine 10.000 Franken und dann sieht man das, Moment, da rechts oben, ist, Sie sehen leider Gottes meinen Cursor nicht, da steht Tokens available, dort bei diesem Foto. Den Cursor sieht man. Dann hat man sein Konto aufgeladen und dann, wo dieser zweite rote Rahmen ist, dort kann man dann einfach diese 100 oder CRTs dann einer Immobilie zuordnen. Und dann, ab dann tickt quasi der Zähler und man bekommt Rendite für diese Zuordnung. Solange es noch nur im Topf liegt und nicht zugeordnet, bekommt man viel weniger, also nur einen Standard oder vielleicht auch, also ich glaube, im Falle von Crowdlink-Token ist es 1%, was man bekommt. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. So, Umsetzung. Wir sind ja wichtig, im Fokus steht auch die Umsetzung. Der erste Schritt, dieses Uploading, dieses Einzahlen, dieses Umwandlung in Krypto, das ist alles ziemlich vor der Stange und das können wir auch auf Element 36 für Startup her, das geht relativ schnell. Das kann man einbauen und man hat eigentlich, man kommt ziemlich schnell, ich sag's mal, ins Drehen, dass man mal ja, das Geld vom Publikum annimmt. Und danach auf der rechten Seite hängt es dann wirklich davon, vom Geschäftsmodell, was will man machen. Und in dem Fall ist es dieses Place und Deplace, dieses Zuordnen. Und dann, ja, dann kriegt man halt Zinsen. Bei Crowded Token ist es so, geteilt das Geschäftsmodell ist auch, dass es schön aussieht. Das heißt, da gibt es halt noch ein bisschen fancy Auszahlungsreport, Charts. Und da sieht man halt, wie sich das Portfolio entwickeln oder auch entwickeln kann. Es gibt auch so voraussehende Charts. Wichtig bei Crowded Token und Teil des Geschäftsmodells ist, ich kriege nicht nur die 5%, sondern durch das, dass ich den CRT gekauft habe und dieser Crowded Token eben dieser Crowded Token, der wächst dann mit den Immobilien an Wert. Das heißt, der Wertzuwachs der Immobilien, der wird in den Token abgebildet. Und wie wird er abgebildet? Durch das, dass er handelbar ist. Das heißt, wenn ich jetzt vor 10 Jahren um einen Franken gewechselt habe, vor 10 Jahren habe ich 5% bekommen, mittlerweile steigen die Immobilien wert. Das heißt, dieser Token ist eigentlich viel mehr wert, weil ich ja umgerechnet viel mehr Prozent bekomme, umgerechnet zur damaligen Investition. Also das ist eine sehr starke, das ist Teil des Business-Modells. Und ganz wichtig auch, der Token wird nicht über die Wiener Börse oder die Schweizer Börse gehandelt, sondern rein Peer-to-Peer, dezentral Finanz, das heißt nur über Blockchain. Ich muss also keinen Share oder keinen Split abdrücken für jede Transaktion, also sprich günstiger. So, ein paar Worte noch, wie gehen wir selbst voran für Beratungsmodell, wenn Sie an STO interessiert sind. Das läuft typischerweise so ab, es gibt ein Telefonat, wir reden, was wollen Sie tun. Dann gibt es einen Vorschlag für ein Team, das rekrutiert sich meistens aus dem Fibri-Netzwerk. Je nachdem, ob sie in Spanien, in den USA, in China sitzen, gibt es halt eine unterschiedliche Teamzusammensetzung. Für Wien wäre zum Beispiel Dele Piper oder TPA dabei in diesem Team. Wenn es hier ein Go von ihrer Seite gibt, also bis hier ist es noch free, dann wird dieses Token-Konzept erarbeitet. Das Token-Konzept sind im Prinzip diese 5 Schritte.
Und was dort rausfällt, ist quasi der Start für eine mögliche Implementierung, dass man das Ganze auch umsetzt. Also so easy kann es gehen und so schnell in 2-3 Monaten kann man selbst zum STO kommen. Ich wollte dich gerade fragen, entschuldige Walter, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber wie lange muss man jetzt rechnen? 2-3 Monate? Geht es schneller auch? Was ist das Schnellste, was du schon geschafft hast? Also das Schnellste, wenn... Wenn du jetzt, ich sag's mal, für die eigenen Mitarbeiter, für Menschen, die du kennst, wo auch das Onboarding kein Problem ist, einfach Tokens generierst und ausgibst, bist du in einem Tag fertig. Also technisch gesehen, das ist wirklich so ein Mittelwert. Ich sag's mal, wenn man was Vernünftiges macht, von der Technik her kriegt man das in, von der Technik her hat man einfach ein WordPress, ein Joomla oder sonst was, wo man die Immobilien beschreibt, wo man Fotos reinhängt. Und die Token selbst, das geht alles über API, das heißt, da wird einfach die Programmierschnittstelle angehängt, was im Prinzip ist, dass man sieht, wo muss ich mein Geld einzahlen, wie ist der Code, und im Hintergrund macht die Blockchain den Rest. Und dann, wenn man einloggt, dann sieht man eigentlich den Betrag, den man eingezahlt hat. Das heißt, das kann man innerhalb von einem Tag reinhängen. Das heißt, das geht alles relativ schnell. Vielleicht hier, ich habe zu Beginn noch die Durchlaufzeiten gehabt bei diesen Schritten. Schritt 1, also das Geschäftsmodell, das kann man in 3 Tagen, kann man gut abbilden, kann man vorwärts kommen. Die Kunden vielleicht noch 2 Tage, also Schritt 1 und 2 in einer Woche ist machbar. Das Token-Konzept kann auch in einer Woche gemacht werden. Dann die rechtlichen Aspekte, da ist halt die Frage, wie schnell kommt man bei der Finanzmarktaufsicht weiter. Ich sage es jetzt einmal aus dem FF raus, wenn man Sandbox ist, in 4 Wochen hat man da wahrscheinlich okay, 4 bis 8 Wochen. Und der 5. Schritt, digitaler Kanal, die Umsetzung ist etwa 4 Wochen. Das heißt, da kommt man relativ zügig durch. Jetzt, danke Walter, das war ja sehr... Ich habe gar nicht geschaut. Nein, ja, ich habe eine Frage, und zwar, es gibt noch keine konkret, aber es gibt im Grunde genommen ist ja die Frage, die erste Frage, wie hoch sind die Kosten für ein STO-Modell? Gute Frage, danke. Ja. Wir haben ja der Nächste gewesen. Also wie gesagt, wenn man jetzt einen registrierten Fonds auflegt mit Easy-Nummer, mit Wertpapier-Nummer, dann ist es sind die Kosten ein bisschen höher. Wenn man jetzt sagt, okay, man macht es mal nice and easy, das ist so der kleinstmögliche und schnellste, sicherste Weg zur STO. Das heißt, ich lege jetzt nicht die 2x50 Millionen Immobilien auf, sondern mache mal, sagen wir, im AltFG unter 5 Millionen oder Schweizer Sandbox unter 1 Million. Dann kommt man mit 30.000 Euro schon durch, dass man fertigen STO auf der eigenen Homepage mit einem eigenen Label, mit allem drum und dran hat. Das geht sich da schon aus. Das ist schon relativ ein sicherer Wert. Ja. Wenn man ein bisschen höher greifen will, größere, dann legalmäßig wird es dann teuer. IT-mäßig muss es nicht teurer werden, wenn man größeres Volumen hat. Man kann trotzdem ein WordPress verwenden, etc. Wenn man solche fancy Geschichten macht, wie bei CrowdyDoc, dass man solche Charts integriert, dann kommen halt noch 4 Wochen oder 6 Wochen bei der IT dazu. Das sind auch nochmal, ich sag's mal, 15.000 bis 20.000. Wir haben ein Offshore-Team in Serbien. Mhm. Das geht noch halbwegs günstig, also viel günstiger kann man es nicht machen. Mhm. Aber es ist überschaubar. Jetzt, Walter, es kam noch eine Frage, und zwar Christoph Bammer fragt: Handelt es sich hierbei um ein reglementiertes Gewerbe? Welche Gewerbevoraussetzungen benötigt man? Eine Konzession, gewerblicher Vermögensberater oder gar keine? Wie ist das zum Beispiel bei CrowdyToken Liechtenstein, Schweiz? Ja, CrowdyToken, die sind in die Vollen gegangen, die haben eine große Lizenz, die haben eine Easy-Nummer, die sind wirklich registriert. Und reglementiertes Gewerbe, das kann wahrscheinlich der Christoph am besten beantworten. Christoph Urbanek von D-Lab Piper. Ich kann es von meiner Warte auch aus eigener Erfahrung beantworten. Also wir in der Schweiz, ich lege 2 Stablecoins auf, das heißt digitaler Euro, digitaler Franken. Das ist schon relativ ein heftiges, es ist ja schon sehr anspruchsvoll. Mhm. Und ich habe dazu das Okay von der Finanzmarktaufsicht gebraucht. Das heißt, das ist mit einem Lawyer, das hat eine Zeit lang gedauert, bis ich das Okay bekommen habe.
Und ich bin in der Schweiz als einer SRO angeschlossen. Das heißt, ich muss das machen, um diese Geldwäschereibedingungen zu erfüllen. Das heißt, ich bin selbst, ich muss da jährlich Schulungen gehen. Ich habe einmal im Jahr habe ich ein Review, da wird geschaut, ob ich das auch ordentlich mache mit der Geldwäscherei. Und das sind die Dinge, die ich was machen muss. Wenn ich in Österreich aktiv werden will, dann muss ich mich registrieren lassen. Mhm. Als in der Schweiz heißt das Finanzintermediär. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das der richtige Ausdruck ist in Österreich. Lass uns nach Österreich kommen. Viele sind aus Österreich hier. Besonders, Dennis, kommt noch eine Frage. Kann man auch einzelne Module aus dem Angebot anfragen? Das heißt zum Beispiel, wenn man die Steuerberatung selbst stellen kann, aber dann andere Bereiche, eben Legal oder Tech. Ja, sicher. Also das Gebiet, das ist so neu, deswegen ist dieser Anfangscall und ich sage es mal, dieses Team, dieses initiale Team, das bildet dann eigentlich auch inhaltlich ab. Das heißt, dass jemand, wenn man selber digitales Marketing hat, dann braucht man keinen Marketing-Guy, ansonsten geht man da jemanden rein. Wenn man selbst Anwalt ist, dann braucht es vielleicht kein Christoph Urbanek bei DLA oder wenn man selbst eine IT hat, dann braucht es keinen Entwickler. Aber das ist ein Teil dieses Prozesses. Nicht? Das wird dann ein Team zusammengestellt, wo man zuerst redet man und dann kommt ein Team dann, ja. mit Kompetenzen. Und wenn dann das Go kommt, dann sagt man, okay, das Tokenisierungskonzept, da wird 2 Wochen lang dran gearbeitet oder wie lange auch immer mit diesen Meilensteinen und kostet XYZ. Mhm. Und das Walter. Ist dann das Offering. Das heißt, nach dem Schritt 2 kriegt man dann was in die Hand, was man dann unterschreiben kann oder auch nicht, wenn man nicht will. Ne? Also da gibt es dann wirklich eine verbindliche Offerte. Walter, wir haben dich zuerst unterbrochen oder ich habe dich unterbrochen. Warst du schon fertig? Ich glaube, du warst noch mitten. Ich war schon fertig, ja, sorry. Also bitte. Ja, ich hab in Anschluss noch, hätte ich noch ein paar Businessmodelle, aber die Zeit ist zu fortgeschritten. Also das habe ich so als Reserve vorgelegt. Das ist schon okay. Wir werden auch gleich zum nächsten kommen. Eine Frage habe ich noch, Walter. Das heißt im Prinzip, die Blockchain-Technologie, die ja als sehr komplex grundsätzlich ist, könnt ihr in einem Tag lösen. Das heißt, technologisch ist so ein STO, Security Token Offering, ja schon gelöst oder ist unglaublich rasch. Braucht nicht Jahre in Entwicklung, sondern extrem rasch kann das gelöst werden. Das hört sich ja fast an wie schneller als eine Webseite. Aber die Legal Question, die Frage der Ausgestaltung, daran hakt es noch. Und dann noch eine Frage. Wir haben in Österreich jetzt nur 3, 4 STOs laufen oder gelaufen. Warum ist das in der Schweiz ähnlich und warum läuft das nur so schleppend? Woran liegt es noch? Also ich kann meine Erfahrungen teilen aus dem Real Estate Sektor. Da hatten wir sehr viele Gespräche. Ich bin auch mit vielen Startups in dem Bereich in Verbindung. Und da liegt es hauptsächlich an dem, was ich schon zu Beginn gesagt habe. Das heißt, der Leidensdruck ist nicht hoch genug. Mhm. Und das ist immer wieder, okay, wie kann ich damit jetzt Geld verdienen? Was mache ich damit? Ne? Und dort ist immer wieder die Frage, eigentlich fällt es immer zurück auf Crowdfunding. Mhm. Das ist Mezzaninkapital. Das ist das momentan das Interessanteste. Und auch, ich sag's mal, diese Revenue Share, dass man Mieteinnahmen verteilen kann. Und bei beiden ist es so, ich sag's mal, wenn man jetzt, da kann man Mezzaninkapitalkosten drücken, ja. Aber viele, mit denen wir reden, haben eigentlich gar nicht das Bedürfnis danach. Die sind oft nur neu, oft nur interessiert und suchen da ein bisschen was rauszuquetschen, mal erfahren, was kann ich damit machen. Und momentan sind die Hypothekarzinsen einfach so weit unten, dass es gar nicht notwendig ist. Das heißt, die kriegen Kredit, Hypothekarkredit in der Schweiz ist unter 1%. Mhm. Da tue ich mir sowas natürlich nicht an. Nicht? Es gibt einfach momentan so viel Geld am Markt und das würde ich als Hauptbremser sehen. Wenn es darum geht, bestehende Immobilien, ich sag's mal, zu tokenisieren, ist halt immer die Frage, wenn ich jetzt bestehende Mieteinnahmen, ich sag's mal, verkaufe und ich auf dem bestehenden Objekt eine Hypothek laufen habe, dann wird vielleicht die Bank was dagegen haben. Wenn ich keine Hypothek auf diese bestehende Immobilie habe, dann kann ich sie eh mit einem Hypothekarkredit belehnen. Mhm. Also das sind so die typischen Sachen. Ne? Aber Immobilienwirtschaft ist ja nur ein Anwendungsgebiet und es hätte dann Vorteile, wenn man sozusagen diese Tokenisierung voranschreitet, es kombiniert mit Mobilität
und mit anderen Anwendungen. Ich war von meiner Seite danke von unserer Seite und weitere Fragen können laufend in den Chat gestellt werden, nochmal zur Erinnerung ans Publikum. Es war auch die Frage, ob das aufgezeichnet wird. Ja, diese Veranstaltung wird aufgezeichnet und die ist auch später verfügbar. Fein, super. Okay, ich bedanke mich. Danke, Walter. Ich hätte jetzt noch immer viele Fragen, aber die stelle ich dir nachher. Beziehungsweise spätestens, wenn wir uns hoffentlich persönlich sehen, auf der, nur noch mal zur Erinnerung, Blockchain Real. Hoffentlich bald. Ja. Hoffentlich. Real, 24. Juni, Webseite www.blockchain-real.at. Ein Österreicher in der Schweiz organisiert die in Wien eine sehr große Blockchain Real Estate Konferenz. Dass wir es noch einmal gesagt haben, das war eine kleine Werbeeinschaltung. Danke, Robin. Absolut. Fein, dann geht's weiter mit dem Paul. Paul, nochmal danke, dass du da bist. Ich glaube, wie gesagt, man braucht dich nicht lange vorstellen oder nicht intensiv. Wir kennen dich alle noch von Conda, warst der Mitbegründer und hast bei uns eigentlich den Weg bereitet, um hier Crowdfinancing salonfähig zu machen. Du bist Gründer von Guiding Innovators, du bist Gründer von Simply Tokenized, du bist Mitbegründer von DAA und hast dich auch der nachhaltigen Finanzierung bzw. Digital Assets mit Leib und Seele verschrieben. Also ja, ich glaube, man braucht dich nicht groß vorstellen. Für viele Fragen, die wir vielleicht auch noch aus den vorigen Vorträgen hatten, hast du ja auch schon Standardlösungen, ja, vielleicht auch gerade mit einer Simply Tokenized GmbH. Aber bitte erzähl uns das selbst. Perfekt, danke nochmal für die Einladung. Zuallererst, wenn Fragen sind, gerne gleich in den Chat reinschreiben. Ich werde versuchen, die laufend zu beantworten. Vielleicht zwei Worte nur zu meiner Vergangenheit, insofern, als dass man ein bisschen versteht, wo ich herkomme. Also ich habe mich die letzten 7, 8 Jahre intensiv mit der Frage beschäftigt, wie kann man Unternehmen alternativ finanzieren, haben da eben im Rahmen der Conda über 100 Unternehmen in der Finanzierung begleitet, über 30 Millionen Kapital eingesammelt und aus meiner Sicht ist Blockchain einfach der nächste Schritt und das, was wesentlich ist und das ist ja schon von den Vorrednern angesprochen worden, wenn man von Blockchain, wenn man von Security Token spricht, geht es nicht darum, dass ich jetzt bei mir ein Fundraising mache für Investoren aus meinem Kreis. Es geht darum, dass wir gemeinsam zusammenarbeiten über Plattformen, über Ländergrenzen, über ein Unternehmen hinaus, nämlich dadurch eben durch Übertragbarkeit. Das heißt, es geht darum, wie arbeitet man zusammen? Und in diesem Zusammenhang geht es auch darum, wenn wir jetzt neue Produkte entwickeln, sich zu überlegen, wie können wir denn bei diesen Neuentwicklungen zusammenarbeiten? Weil nur wenn wir das hinbekommen, dann können wir auch das wahre Potenzial der Blockchain nutzen. Und in diesem Zusammenhang gleich einmal eine Einladung in die Runde, eben als Obmann der Digital Asset Association Austria. Ich darf den Link in den Chat posten. Alle eingeladen, die mitarbeiten wollen. Wir haben dort derzeit 3 Arbeitsgruppen, nämlich zum Thema rechtliche Entwicklungen, steuerrechtliche Entwicklungen und auch technische Entwicklungen. Und unter anderem haben wir so leichte Übungen unter Anführungszeichen gemacht mit einer der wenigen Stellungnahmen zur aktuellen MiCA, die hier von den Mitgliedern und Beiräten einfach erarbeitet wurden. Das heißt, alle, die hier intensiver hineingehen wollen, die mitdiskutieren wollen und auch zu aktuellen Themen bei der Entwicklung mitwirken wollen, herzlich eingeladen, sich bei mir oder über die Webseite zu melden und hier als Beirat einfach mitzuarbeiten. Wie ist der Weg weiter von mir, von Conda jetzt dann über Guiding Innovators zu Simply Tokenized? Ich habe mich im letzten Jahr damit beschäftigt und überlegt, wie muss denn der Aufbau von Unternehmen ausschauen? Wie möchte ich gerne ein Ökosystem haben, in dem der nachhaltige Aufbau von Unternehmen, das heißt nicht zielführend jetzt ein Unicorn aufbauen, sondern nachhaltig Unternehmen aufbauen, nachhaltig Unternehmen finanzieren ausschauen muss. Und in dem Zusammenhang haben wir gemeinsam Guiding Innovators gegründet als Ökosystem zum Aufbau von Unternehmen mit dem Fokus auf Blockchain und Fintech jetzt im ersten Schritt, im zweiten Schritt dann E-Commerce und auch Cybersecurity. Und in dem Zusammenhang in der Seestadt gemeinsam mit Josef Katzgraber und Günter Kerbler einen Hub geschaffen, wo es darum geht, organisch Unternehmen aufzubauen, eben mit dem Fokus auf Fintech und Blockchain. Und das erste Unternehmen daraus, nämlich Simply Tokenized, möchte ich heute ein bisschen vorstellen, weil es einfach darum geht, eben den nächsten Schritt zu setzen in der Tokenisierung, nämlich zu schauen, wie kann man gemeinsam Unternehmen aufbauen und dafür einfach Standardprodukte schaffen, nämlich mit diesen Standardprodukten einfach die Kosten wieder zu reduzieren, dass die, die interessiert sind, einfach hier die nächsten Schritte zu setzen. Bitte zur nächsten Folie. Der wichtigste Punkt, und Robert, du hast es schon angesprochen, Security-Tokens sind hier und sind umsetzbar und das in Österreich. Viele glauben, das kann man nur in der Schweiz machen oder in Deutschland machen oder in einem anderen Land. Das geht in Österreich aus
Und dazu möchte ich zwei Unternehmen vorstellen, die wir bereits begleitet haben, damals aus der Conda raus, jetzt in Simple Tokenize technologisch weiterführen. Nämlich das erste eben die Conda AG. Wir haben damals die erste Aktiengesellschaft in Österreich tokenisiert. Das heißt, alle Aktionäre nämlich nicht börsengelistete Namensaktien, haben Token bekommen und das kann man anschauen. Etherscan ist die Visualisierung der Blockchain Ethereum. Das heißt, jeder, der auf www.etherscan.io geht und dort nach Conda sucht, findet eben den Conda AG Equity Token. Der Conda AG Equity Token, man sieht hier die Max Total Supply, das ist die Anzahl der Aktien, das heißt auch die Anzahl der Token, die ausgegeben wurde, ein Token pro Aktie und derzeit ein Eigner, weil nämlich die Anteile der Conda in die Startup 300 AG eingebracht wurden. Das heißt, man kann das auch hier nachvollziehen und sieht das alles transparent auf der Blockchain und hat eben hier die komplette Umsetzung auf der Blockchain einfach durchgeführt. Und das ist eben in Österreich machbar. Es hat dafür eine Satzungsänderung gegeben. Die Satzungsänderung wurde vom Firmenbuch eingetragen, wo der Vorstand ermächtigt wurde, eben im Rahmen einer nicht börsengelisteten Aktie ist ja der Vorstand verantwortlich, das Aktienregister zu führen. Und wir als Vorstand der Gesellschaft haben uns eben in der Satzung die Möglichkeit gegeben, das Aktienbuch eben auf der Blockchain zu führen. Die interessante Sache ist die, dass wir die Umsetzung auf der Blockchain so gemacht haben, dass jeder Eigentümer oder neuer Eigentümer sich vorher bei uns identifizieren muss. Das heißt, dass nur Personen, die auch identifiziert wurden, entsprechend die Möglichkeit haben, eben Aktien zu kaufen, damit man auch den rechtlichen und regulatorischen Anforderungen entsprechend Folge leisten kann. Ein zweites Beispiel, es ist schon angesprochen worden, die Firma Blockbit hat einen Token gemacht, wo wir die technische Umsetzung gemacht haben. Hier ein anderes Modell über einen Gewinnschein und mit einer Umsatzbeteiligung auch deployed auf Ethereum. Man kann sich das Ganze auf Etherscan entsprechend anschauen. Selbe Logik, KYC-Check bei jeder Übertragung, damit auch Blockbit jeweils weiß, wer sind die Eigentümer und auch entsprechende Einzahlungen, Auszahlungen dann von Dividenden, Zinsen und so weiter entsprechend durchführen kann. Was ist das Interessante daran? Und das ist einfach der große Vorteil, ist einfach, man kann über ein Unternehmen hinaus zusammenarbeiten. Und die Blockchain Etherscan ist ersichtlich, egal ob ich jetzt in Wien, in New York, in Singapur oder sonst wo sitze, jeder hat zu jedem Zeitpunkt dieselbe Sicht auf die Dinge. Wir schaffen höhere Transparenz und damit einfachere Tragbarkeit. Und das Zweite, was man mitdenken muss, ist bei der Tokenisierung, es geht im Wesentlichen um eine Prozessoptimierung. Das heißt, ich mache keine neuen technischen Modelle im ersten Schritt, rechtlichen Modelle, sondern ich mache eine technische Optimierung. Aber diese technische Optimierung erlaubt mir, viel kleinteiligere Investments zu machen und durch kleinteilige Investments zu machen, da komme ich jetzt dann in den nächsten Folien dazu, einfach neue Formen der Finanzierung zu denken. Und aus meiner Sicht ist Blockchain da. Bei Blockchain geht es jetzt nicht nur um Tokenisierung, sondern im Wesentlichen, wie arbeiten wir in Zukunft zusammen? Die Blockchain ist ja nichts anderes, wie du Robert gesagt hast, ein Betriebssystem, auf dem ich Programme deploye. Und eines dieser Programme sind Token, nämlich die Verwaltung von Registern. Aber da es auf einer gemeinsamen Infrastruktur läuft, kann ich diese Token auch in andere Programme nutzen und damit eben auch mehr Funktionalität sukzessive hineinbauen, das was in Zukunft kommt. Auf der nächsten Folie möchte ich jetzt ganz kurz darstellen oder erklären ein Modell, was wir für uns überlegt haben, wie man für sich selber einfach besser überlegen kann, welche Form der Finanzierung nutze ich zu welchen Zeiten. Und das, was Sie da darstellen, ist einfach nur der Lebenszyklus eines Unternehmens. Im Lebenszyklus des Unternehmens brauche ich zu unterschiedlichen Zeitpunkten einfach unterschiedliche Stakeholder, die mit mir zusammenarbeiten. Und ich habe da zwei Dinge, die ich hier mitgeben will. Das eine ist, als Geschäftsführer eines Unternehmens, als C-Level, habe ich eigentlich im Wesentlichen eine Aufgabe. Ich muss ein Anreizsystem schaffen, ein Anreizsystem, wo ich auf der einen Seite Anreiz schaffe für Mitarbeiter, für externe Partner, um etwas zu produzieren, um nach außen zu gehen und dadurch, dass ich nach außen gehe, wieder Geld oder andere Elemente bekomme, mit denen ich wieder intern arbeiten kann. Und am Anfang ist es Investorengeldern, später wird es dann Umsatz. Aber im Wesentlichen beschäftige ich mich Anreizsysteme, um Ressourcen zu bekommen, um die zu nutzen, um ein Produkt und Service anzubieten, um dann wieder von externen Ressourcen zu bekommen. Und welche Ressourcen nicht bekommen und wie ist ändert sich im Laufe des Unternehmens. Und das, was ich jetzt die Möglichkeit habe, ist durch das Thema Digitalisierung und durch die Blockchain
diese Form der Anreizsysteme viel kleinteiliger zu gestalten. Und durch diese kleinteiligere Gestaltung, wir haben es erst schon gehört von Walter, mit Investitionen ab 100 Euro, das wäre wahrscheinlich vor 10 Jahren noch undenkbar gewesen, einfach Personen mit zu involvieren, die vorher nicht involvierbar waren. Das Zweite, was ich mitdenken kann, ist eben über das reine Investment, und jetzt geht man sehr stark wieder Richtung Crowdfunding, über monetäre Elemente noch andere Elemente mitzunehmen, die für Personen auch sehr wichtig sind. Ein Beispiel eben im Produktvorabverkauf bei Crowdfunding, da kaufe ich ein Produkt jetzt und kriege es erst in einem Jahr. Das heißt, da geht es für mich gar nicht so sehr darum, was kostet das Produkt, sondern für mich ist dann als Käufer viel wichtiger, dass ich der Erste bin, der dieses Produkt hat, weil ich dann mit Bekannten als Influencer darüber reden kann, dass ich dieses Produkt habe. Das heißt, wenn ich jetzt ein neues Finanzierungsmodell entwickle, muss ich mir überlegen, welche Investoren oder welche Personen spreche ich an, wie übersetze ich deren Erwartungen in ein Modell für mich und passe dieses besser an die Entwicklung meines Unternehmens an. Dazu auf die nächste Folie. Ist eben jetzt als eine Grafik zusammengefasst worden, das Ganze unter Organic Finance Framework, was ich auf der nächsten Folie nochmal im Detail darstelle. Bei Organic Finance geht es im Wesentlichen um zwei Richtungen und das ist ein sehr High-Level-Meta-Modell, aber es soll einfach helfen, anders ein bisschen zu denken. Mein Weg geht von links nach rechts, das heißt, wenn ich ein Unternehmen, wenn ich ein Projekt, was auch immer aufsetze, habe ich zuerst einmal mein Erspartes und möchte irgendwann einmal so weit kommen, dass ich aus dem Cashflow heraus die nächsten Schritte finanzieren kann. Klassischer Weg ist, ich gehe zu Bekannten, ich gehe Business Angels, Venture Capital, Banken, Finanzmarkt. Je nachdem, welches Instrument ich nutze, umso höher ist die Komplexität des Instruments, das ich nutze. Und je höher die Komplexität ist, umso mehr Kosten generiert es bei mir, weil ich mitbedenken muss, dass ich interne Ressourcen mache, ich brauche eine Investors Relations und, und. Wenn ich jetzt die andere Seite denke, und das ist die Möglichkeit, die mir einfach die Blockchain gibt, ist, dass ich durch die kleinteiligere Finanzierung viel früher an einen Kunden herankommen kann und ich Finanzierung und die Ansprache des Kunden in einem Modell vereinen kann. Das einfachste Beispiel ist eben Crowdfunding, wo ich einen Produktvorverkauf mache. Aber auch Initial Coin Offerings, und ich weiß, dass das jetzt sozusagen in Verruf gekommen ist, aber die Idee dahinter ist ja, dass ich einen Gutschein ausgebe und den Gutschein später in meinem System nutzen kann. Das heißt, diese Form der Logik, glaube ich auch, dass in Zukunft eine Daseinsberechtigung vielleicht unter einem anderen Namen haben wird, aber das Ganze für eine Finanzierung mitgedacht werden kann. Das heißt, dass wenn man sich eben überlegt, wie möchte ich mein Unternehmen finanzieren und genauso auch im Immobilienbereich finanzieren, ist die Frage, kann ich Modelle schaffen, wo ich die potenziellen Kunden, Mieter, die ich in Zukunft anspreche, auch gleichzeitig über die Finanzierung mit hineinnehmen und durch die kleinteiligere Strukturierung viel besser an mein Geschäftsmodell anpassen kann. Und wenn man jetzt auf die nächste Folie geht, ist genau da, und ich habe schon angesprochen, jetzt wo Tokenisierung ins Spiel kommt, nämlich auf der nächsten Folie sieht man genau das, was jetzt eben alles in den mittleren Bereich kommt, wo es darum geht, Anteile hin und her zu übertragen, Anteile kleinteiliger zu gestalten, ist das, was man jetzt umsetzen kann mit eben einer entsprechenden Tokenisierungsplattform. Dazu eben jetzt, was macht Simply Tokenized oder was setzen wir auf? Wir haben eben mit Simply Tokenized die Technologie aus dem bei Conda mit der Conda AG umgesetzt, mit Blockbit umgesetzt, in eine eigene Gesellschaft hineingebracht. Dazu bitte auf die nächste Folie. Noch ein Element. Was sind denn die sozusagen, was wird durch Tokenisierung ermöglicht? Wir haben es schon gehört, nämlich die Senkung der Kosten, Umsetzung von kleinteiligeren Investments, einfachere Übertragbarkeit und ein wesentlicher Punkt, hundertprozentige Transparenz. Ich sehe einfach jede Übertragung auf der Blockchain, ich kann sie nicht rückgängig machen. Ich muss, wenn hier irgendwas passiert, irgendwas geändert wird, erklären, warum das so passiert ist. Damit kann ich hier über mehrere Unternehmen, Kontinente, Länder hinweg einfach eine höhere Transparenz schaffen. Das vorweggenommen ist jetzt unser Ziel auf der nächsten Folie, eben die Fundamente zu schaffen. Wir haben zuerst gehört, was braucht es, damit eben Security-Token eingesetzt werden. Aus unserer Sicht braucht es Beispiele, die zeigen, das funktioniert. Und mit Simply Tokenized machen wir genau das. Wir setzen jetzt mit Partnern jeweils fixfertige Produkte auf, die Interessierte dann für ihre Modelle nutzen können und bekommen ein fertiges Modell aus den rechtlichen, steuerrechtlichen und technischen Umsetzungen. Dadurch kann man die Kosten senken, die Kosten der Entwicklung auf mehrere Unternehmen, Partner aufteilen und damit den wahren Vorteil der Blockchain nutzen,
nämlich dass man einfacher übertragbar haben kann, einfache und reduzierte Transaktionskosten. Was sind die ersten Beispiele, die wir umgesetzt haben? Auf der nächsten Folie gerade dabei. Das ist im Wesentlichen auch ein Preview und das erste Mal, dass wir das hier präsentieren. Die Webseite zu Simply Tokenized geht jetzt erst im Laufe des Februars online. Das heißt, hier schon mal die Vorabinformationen, an denen wir jetzt das letzte halbe Jahr gearbeitet haben. Gemeinsam mit TPA, Stadler, Völkel und Bodinger geht es darum, eine tokenisierte GmbH zu schaffen. Das heißt, etwas, was bis jetzt undenkbar war, nämlich über die Blockchain erstmal zu tokenisieren und damit auch insbesondere im Tourismus- und im Hotelbereich neue Finanzierungen die schaffen, die gerade durch jetzt die Pandemie und durch Covid hier in Bedrängnis gekommen sind. Was ermöglicht das? Modelle aufzubauen, die am laufenden Ertrag orientiert sind, sekundärmarkttauglich zu machen, das durch das Standardprodukt, die komplexe Regelwerk und die intensiven Auseinandersetzungen, dass das überhaupt technisch und steuerlich möglich ist, haben wir eben mit TPA und Stadler Völkel hier die Partner, um das Ganze aufzusetzen und vom Business-Know-how mit Bodinger. Das heißt, hier fließt sehr viel Know-how ein, mit denen die Partner, die das dann umsetzen wollen, einfach aufbauen können und das nicht einmal noch für sich quasi von vorne überlegen müssen. Und dann kann man das Ganze auch nochmal in dem Rahmen des Standardwerks auch customizen, dass es dann auf die jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden kann. Ein zweites Modell, was jetzt auf der nächsten Folie dargestellt wird, wo wir auch mit Stadler Völkel dran sind und auch mit einer Kanzlei gerade in Deutschland schauen, dass wir das nach Deutschland übersetzen, damit es nämlich im deutschsprachigen Raum funktioniert, ist eine Art tokenisierte Anleihe. Das heißt, hier ein Modell, wie man auch Finanzierung ins Unternehmen reinholen kann, einfach mit einem Token umgesetzt, einfache Übertragbarkeit, sobald Sekundärmärkte hier sind, eben das auch für Sekundärmärkte entsprechend nutzen zu können. Das heißt, hier die Einladung auch in die Runde. Es geht darum, zusammenzuarbeiten. Wenn hier Ideen da sind, wie sollen Produkte entwickelt werden, stellen wir uns gerne zur Verfügung, hier gemeinsam ein Standardprodukt zu entwickeln, das man dann auch entsprechend den Kunden anbieten kann. Damit bin ich am Ende meiner Präsentation. Wenn es Fragen gibt, gerne an mich persönlich, an paul.böltner@simplytokenized oder an hello@simplytokenized und gerne jederzeit Fragen, Diskussionen. Dankeschön. Super, vielen Dank. Danke, Paul. Ah, Robert sehe ich jetzt auch wieder. Im Chat sehe ich jetzt nichts, aber Robert schaut schon aus, was möchte er fragen. Ja. Bitte. Paul, du bist schon lange mit Tokenisierung beschäftigt. Dieselbe Frage, die ich dem Walter auch gestellt habe, das wird kommen. Also du bist überzeugt davon, das ist schon the next big thing, also die Tokenisierung. Wie lange wird es dauern? Was ist denn der Zeithorizont? Und woran liegt es noch? Was braucht es? Und wie kann jemand, der jetzt eine Tokenisierung überlegt oder sich damit beschäftigen möchte, wir hatten doch im Chat auch ein paar Fragen, es haben einige machen Immobilienplattformen, so. Wie kann man das angehen? Also was braucht es? Und ich schaue jetzt zurück, ich meine, wir haben damals mit Crowd Investing 2012, 2013 angefangen. Es haben damals auch die ersten Beispiele, hat man zeigen müssen, wie es funktioniert und dann sind einfach die nächsten Schritte gekommen. Und das, was es bei Security-Token braucht, ist A, Beispiele und B, und ich glaube, das ist der wichtige Punkt, ist, es geht nicht nur darum, bestehende Modelle einfach zu digitalisieren, das ist ein Vorteil, aber es geht darum, einfach die Möglichkeiten zu nutzen, um neue Formen der Finanzierung aufzubauen, die für Investoren interessant sind und fürs Unternehmen besser auf die Geschäftsmodelle angepasst sind. Und gerade jetzt in Zeiten der Pandemie und mal schauen, wie das Jahr 2021 sich entwickelt, wird es, glaube ich, notwendig sein, sich neue Formen der Finanzierung zu überlegen. Und die Blockchain ist ein Weg der Digitalisierung. Und vielleicht noch ein Punkt, und ich darf da einen Zukunftsforscher zitieren, der gesagt hat, alles, was digitalisiert werden kann, wird irgendwann digitalisiert und die Blockchain ist einfach der nächste Schritt. Wie lange es dauert, kann ich jetzt nicht sagen genau. Und wird man dann überall Blockchain dazu sagen, glaube ich auch nicht. Aber im Hintergrund wird Blockchain-Technologie laufen, weil es einfach wesentlich ermöglicht, als Betriebssystem komplett neue Formen der Zusammenarbeit zu definieren. Und alle, die Interesse haben, jetzt das zu machen, sind die ersten Schritte. Das ist ein Transformationsprozess. Zuerst übersetzt man, was da ist und mit den Erfahrungen entwickelt man sukzessive neue Sachen. Kann man es vergleichen wie das frühe Internet, das vor 20 Jahren gestartet hat, wo aber die Internetanbindung noch langsam war, wo kaum wer einen Internetanschluss zu Hause hatte, das kam erst mit der Zeit
Und das ist aber jetzt, ist das Internet nicht wegzudenken und die Anwendung, und wir bestellen unsere Kleidung, unser Essen teilweise übers Internet. Das wäre ja vor 20 Jahren undenkbar gewesen. Und das, siehst du eine ähnliche Entwicklung, und wird das eher schneller oder langsamer noch dauern als die Entwicklung des Internets? Ich sehe es so ähnlich wie die Entwicklung des Internets, weil es eben in einer Zeit, wo man sich jetzt nicht überall vertraut, einfach ermöglicht, über technische Wege sicherzustellen, dass man einfach nicht mehr Dinge einfach ändern kann. Mhm. Und wie wird der Durchbruch sein, so wie auch beim Internet? Es werden 1, 2, 3 größere Firmen herkommen, die einen wirklich super Use Case schaffen, mit dem dann plötzlich der Durchbruch kommt, und dann wird jeder sozusagen seine Entwicklungen aufsetzen. Wenn man sich überlegt, welche große Firmen, kleine Firmen sich mit dem Thema beschäftigen, wir haben auf der Landscape schon super gesehen, dass ja hier die ersten Modelle aufgebaut werden. Es wird irgendwann 1, 2 Beispiele kommen, dann wird der Durchbruch da sein, und dann wird jeder sozusagen operativ gehen. Und ich glaube, dass das jetzt nicht mehr zu lange dauert, aber ich bin immer optimistisch. Also sozusagen wird sicher um ein paar Jahre länger dauern, als ich glaube, aber jetzt ist die Zeit, um sozusagen zu definieren, wo möchte man selbst aktiv sein, und jetzt kann man sozusagen die Landkarte mit definieren. Vielleicht noch eine Frage, kurz abseits vom Chat, die lesen wir dann gleich nochmal vor. Ja. Das Thema Geldwäsche ist für dich ein gut zu handhabendes, lass es mich so fragen, weil es natürlich immer eines dieser prevailing issues ist, der uns in der Praxis einfach immer total viel Probleme bereitet. Ja, also die Handelbarkeit zum einen kombiniert mit dem Thema Geldwäsche. Also ja, wir arbeiten da mit der Staatsdruckerei, mit der Unix zusammen, die ja auch entsprechende Module entwickelt haben, die man sehr gut integrieren kann. Auch hier ist aber eine Entwicklung angefragt. Das Ganze läuft unter dem Deckmantel Self-Serving Identity. Hier wird sich viel tun, weil natürlich, dass sich jeder auf 1000 Plattformen identifiziert, ist natürlich mühsam derzeit. Mhm. Das wird aus meiner Sicht noch die nächsten Jahre brauchen, nämlich auch die Akzeptanz. Aber wir werden uns überall identifizieren müssen es auch jetzt schon, und da führt kein Weg daran vorbei. Gut, Paul. Eine Frage war noch, kam im Chat, vielleicht siehst du es selber auch. Ja. Können vorhandene Bitcoins in Token von Simply Tokeners getauscht werden, um die bestehenden Bitcoins in Immobilien investieren zu können? Und da gibt es noch 2 Subfragen dazu. Ja, also vielleicht 2 Punkte. Das hängt vom Projekt an, also vom Projekt ab. Wir es mit Simply Tokenized machen ja so, dass wir eine technische Infrastruktur zur Verfügung stellen, mit der man zum Beispiel für Immobilien oder für GmbHs einen Token entsprechend aufsetzen kann mit den rechtlich-regulatorischen Möglichkeiten. Und wenn der Emittent sagt, ja, ich erlaube, dass man mit Bitcoin meinen Token kaufen kann, dann ist das möglich. Da kann man Bitcoin in entsprechend Immobilientoken transferieren. Ich gebe vorweg, aber da werden die Kollegen von der TPA mehr sagen, steuerlich erspart man sich das nicht, wie wenn man normal investiert in Immobilien. Es ist eine quasi technisch jedenfalls die Möglichkeit da, dass man das entsprechend machen kann. Und der zweite Frage, nämlich das Thema der Börsen, das ist, glaube ich, der Dreh- und Angelpunkt für Security-Token. Hier kommt jetzt einiges rechtlich-regulatorisches, was uns auch dieses Jahr trifft. Unter anderem gibt es die European Crowdfunder Service Provider Verordnung, wo es darum geht, dass man bis 5 Millionen Transaktionsvolumen ohne Prospekt entsprechend europaweit emittieren darf, gemeinsam verbunden mit Blockchain natürlich eine Riesenmöglichkeit. Dort werden explizit genannt das Thema Pull-in-Board oder Forum, wo jemand anbieten kann. Das heißt, hier werden erste Schritte mal für kleinere Transaktionen sicher eine gute Möglichkeit sein, und größere Börsen sind in Vorbereitung. Da gibt es sicher noch ein paar rechtliche Herausforderungen, die zu lösen sind. Aber die Informationen, die wir haben, ist, dass da sehr intensiv daran gearbeitet wird. Die Kernfrage ist bei dem Thema Börse, ist, wie kriege ich einen Markt zusammen? Das heißt, wie viele Leute haben Interesse an meinem Token? Und das ist die Vorfrage, aber da sind mit Robert und mit Walter, glaube ich, Experten drinnen, die da sehr gut helfen können, um sowas vorzubereiten. Ja, Paul, danke sehr. Wenn Sie weitere Fragen haben, gerne im Chat, wir gehen darauf ein. Jetzt ist es, glaube ich, aber Zeit, mal Danke an Paul zu sagen. Paul ist ja auch Steuerberater. Danke. Du hast ja auch eine Steuerberaterausbildung. Also durchaus Ruhend. Wir sind ganz korrekt. Aber immerhin auch in diesem Bereich ein Experte. Gut, der nächste Experte, der uns hier einen Vortrag halten wird, ist Dr. Christoph Urbanek. Er ist Rechtsanwalt bei der Wirtschaftskanzlei DLA Piper in Wien
er hat bereits einige Erfahrung im, erstens einmal, er ist spezialisiert auf Immobiliensektor. Er hat aber schon Projekte auch in Infrastruktur und erneuerbare Energie gemacht, sowie im regulatorischen Bankenrecht. Und er wird uns jetzt über den Rechtsrahmen, also das, was wir alle gesprochen haben, dass die große Hürde ist, wird jetzt ein bisschen erläutern, wo steht die Security Token Offering rechtlich und was gilt es zu beachten und was wird uns auch in Zukunft erwarten. Christoph Urbanek, it's all yours. Robert, vielen Dank für die nette Einleitung. Hallo in die Runde. Ich selber versuche jetzt im Bereich der Immobilien, des Immobilienrechts einen Überblick zu geben, wie wir mit dem Thema Blockchain umgehen, wie wir am Ende des Tages diese Technologie glauben einsetzen zu können und insbesondere natürlich hier die Brücke zu schlagen, auch zu meinen Vorrednern, wie sieht's aus mit STOs, wie sieht's aus mit Security Tokens. Die grundsätzliche Idee ist die, Immobilienfinanzierung ist derzeit ein Riesenthema. Das liegt sicher an den Rahmenbedingungen, die wir derzeit haben. Wir haben einen extremen Boom an der Entwicklung neuer Immobilien, nicht nur in Österreich, sondern auch in anderen Ländern und ist damit die Kapitalbeschaffung ein wesentliches Thema. Nicht nur die Beschaffung sozusagen von Fremdkapital, sondern auch von Eigenkapital. Im Wesentlichen geht es darum, wie setze ich all diese Projekte um und damit bietet sich mehr oder weniger natürlich eine Möglichkeit an zu sagen, inwieweit kann ich einen digitalisierten Zugang hier auch haben und inwieweit kann ich das mit der Immobilientechnologie verbinden, gerade auch im Hinblick darauf, dass wir wahrscheinlich in einer eher sehr konservativen Umgebung sind, von der Idee her auch sehr etablierte Systeme haben. Wie bringe ich ein doch relativ innovatives Konzept hier in Verbindung? Wenn ich bitten darf, auf die nächste Seite zu gehen. Ja, für alle, die es interessiert, ich selber arbeite seit mittlerweile, ich glaube, das sieht man mir ja auch an, 16 Jahren in einer Anwaltskanzlei. Das heißt, ich habe meine Ausbildung hier genossen und bin nunmehr seit 10 Jahren Partner im Bereich der Immobilienfinanzierung, spezialisiert auf alle Themen der Kapitalbeschaffung, also klassisches Kreditwesen, aber eben auch alternative Finanzierungsmethoden. Wenn man eine Seite weiterklickt, bitte, dann sieht man einen kurzen Überblick, was wir sonst noch tun. Wir sind insgesamt eine der größten Kanzleien des Landes mit 16 Partnern, haben ein Full-Service-Angebot und sind eben auch im Bereich der neuen Technologien, nicht nur im Bereich der Immobilien, sondern generell unterwegs. Und wenn man einen Schritt weiter sieht, dann ist unser interessanter Punkt der, dass wir sagen, wir haben nicht nur Juristen in Österreich, auf die wir zurückgreifen wollen, sondern wenn man sich diese blauen Punkte auf der Landkarte ansieht, versuchen wir auch den Austausch innerhalb der Kanzlei in anderen Büros, um hier entsprechend einerseits zu sehen, gerade im Bereich Digitalisierung, welche Entwicklungen gibt es lokal in den einzelnen Jurisdiktionen und natürlich gibt es auch Treiber in anderen Feldern. Gerade die USA ist eine unserer stärksten Situationen, wo wir glauben, dass nicht nur die Entwicklung schnell geht, sondern unter Umständen auch die entsprechende Akzeptanz und das ist eine Situation, die wir versuchen für uns in Anspruch zu nehmen und dann entsprechend Punkte zu bringen. Vielleicht gehen wir auf den Überblick in eine weiter noch bitte im Zusammenhang mit dem Thema Finanzierung. Wenn ich jetzt beim Thema Immobilien bin, nicht erschrecken, da sind viele Kasteln drauf, aber es liest sich relativ simpel. Starten tut man hier am besten in der Mitte. Was ist das klassische Immobilienfinanzierungsangebot? Immer noch die klassische Kreditfinanzierung. Das heißt, eine Bank setzt mehr oder weniger im Kern die entsprechenden Akzente, gibt das Kapital im großen Umfang, meistens bis zu 70% oder 80% des benötigten Kapitals wird durch die Bank aufgebracht und ist das sozusagen der wesentliche Kern. Das Ganze entwickelte sich in den letzten Jahren durchaus
Und das ist ein Trend, der mehr oder weniger immer auch in Abhängigkeit steht der aktuellen Zinslandschaft im Hinblick auf Kapitalmarkt. Anleihen wurden emittiert. Es gibt die Möglichkeit auch unter Umständen darüber nachzudenken, sein Unternehmen börsereif zu machen und damit entsprechend dort sich zu entwickeln. Aber daneben, vor allem durch die Entwicklungen der letzten Jahre auf der bankregulatorischen Seite, ist doch sehr stark das Kreditinstitut rein rechtlich zurückgedrängt worden in den Möglichkeiten, entsprechend zu finanzieren. Das heißt, in der Immobilienfinanzierung gibt es immer mehr ein Lag, ein wahrscheinlich auch gewolltes, in der Hinsicht, dass der Rahmen des notwendigen Kapitals und die Möglichkeit seitens der Bank, dieses Kapital zur Verfügung gestellt, mehr auseinandergeht. Das hat sich in den Jahren noch sehr stark gezeigt, dass es hier eine entsprechende Lückenfüllung geben muss und der Markt natürlich hier sich entsprechend darauf eingestellt hat. Das war und ist das Thema Mezzaninkapital, also mehr oder weniger die Einbringung von Kapital von institutionellen Investoren, die klassisch nachrangig hinter der Bank, also hinter dem Hauptinvestor, hinter dem Hauptfinanzierungselement eingereiht werden und dann Kapital ins Immobilienprojekt einbringen. Das sind großteils dann sozusagen Kapitalgeber, die auf der einen Seite zwar grundsätzlich das Interesse haben, ein Fremdkapital zur Verfügung zu stellen, aber versuchen es entsprechend auch durch entsprechende Zinsen und zusätzliche Strukturen auch natürlich interessant zu schaffen, um die Nachrangigkeit, die hier entsteht, mehr oder weniger zu kompensieren. Was hat sich noch entwickelt? Ursprünglich war das Thema Crowdfunding, Crowdinvesting eigentlich ein Thema für klassische KMU-Finanzierung. Also man hat eigentlich Risikofinanzierungen auf KMU-Seite versucht, hier in den Vordergrund zu stellen. Interessanterweise gab es aber vor allem auch auf der Immobilienseite hier eine entsprechende Entwicklung. Gerade Projekte, die eine entsprechende Summengröße nicht überschritten haben, also vor allem die vielleicht auch für institutionelles Mezzaninkapital zu groß waren, nicht in den Fokus geraten konnten, weil Institutionelle bei einer gewissen Mindestsumme erst einsteigen und darunter mehr oder weniger die Transaktionskosten die Umsetzung nicht lohnen. Auf der anderen Seite aber ist ein sehr starkes Potenzial im Crowd-Investing gab, auch eben im Bereich der Immobilien, Investoren onzuboarden und ist das sicher einer der in dem Bereich wachsenden Märkte. Wenn man sich anschaut, wie stark sind Plattformen gewachsen, dann sind vor allem die Plattformen im Crowdinvesting in den letzten Jahren sehr groß geworden, die sich diesem Thema verschrieben haben. Und jetzt mehr oder weniger stelle ich mir die Frage, wenn das die Landschaft ist, in der ich mich heute befinde, also ich habe immer noch ein sehr stark kreditdominiertes Finanzierungsportfolio, aber daneben kapitalmarktrechtliche Kompetenzen, aber auch entsprechende neue Produkte, die sich quasi aufgrund der Situation entwickelt haben, dann kann ich mit dem Token mir überlegen, auf welche Ebene ich mehr oder weniger einsteige. Grundsätzlich ist, und das, glaube ich, kann man zusammenfassend rechtlich sagen, auch bei den Vorrednern ist es ja schon angekommen, der Token ist keine rechtliche Neuigkeit per se, als dass er eine Situation darstellt, die irgendeine neue Art von Rechtsgeschäft oder sonstiges rechtliches Konstrukt darstellen soll, sondern die Idee ist, ein entsprechendes Produkt, das unter Anführungszeichen in der normalen Welt bereits existiert, hier in diesen Träger hineinzubringen und dann entsprechend damit eine Möglichkeit zu schaffen, diese Technologie zu nutzen und die entsprechenden Systeme oder Finanzierungsmethoden unterzubringen und dann einen Schritt dort weiterzugehen und sagen, okay, ich verkörpere mehr oder weniger in diesem Token ein spezielles Recht und dieses spezielle Recht kann ich dann über die Blockchain abfahren. Vielleicht zur nächsten Slide bitte. Was ist jetzt die Idee des Thema STO, Security Token Offerings? Ich glaube, das Thema ist schon grundsätzlich gefallen. Bitte eins weiter. Die grundsätzliche Idee ist die, dass ich mir, wenn ich mir diese Übersicht ansehe, die ich zuerst gezeigt habe, beim Thema Security Token anzusetzen im Bereich des Themas Wertpapier und Veranlagungen. Warum? Grundsätzlich ist das Problem dieses, dass ich
wenn ich hinsichtlich der Tokenisierung und der Technologie mir überlegen will, was ich hier mehr oder weniger für einen rechtlichen Rahmen vorfinde, dann habe ich durch den Security Token derzeit eigentlich sozusagen die beste Variante gefunden, mit der ich die Technologie zum aktuellen Zeitpunkt nutzen kann. Warum? Weil mehr oder weniger gerade die Dinge in der Digitalisierung gerade zu einem Security Token passen, die sozusagen hier als größte Vorteile zu nennen sind. Einerseits, und das ist die wesentliche Grundlage, sind Wertpapiere, die als Grundlage für den Security Token dienen, in ihrer Umgebung entsprechend handelbar. Das heißt, wenn ich mir überlegen will, was der erste und wesentliche Vorteil einer Tokenisierung ist, dann muss ich am Ende des Tages in die freie Handelbarkeit gehen. Ich habe im klassischen Bereich von Crowdinvesting und Nachrangdarlehen eine eher starre rechtliche Struktur. Ich habe dort in der Regel qualifizierte Nachrangdarlehen, also entsprechende Forderungen, die auf dieser Ebene existieren, die eine gewisse Laufzeit haben, und diese Laufzeit wird am Ende mit einem Zinsversprechen unterlegt. Die Handelbarkeit per se, ohne jetzt auf das Thema Token einzugehen, ergibt sich damit automatisch gar nicht, weil das Darlehen per se zwar übertragen werden kann, aber ein klassisches Element des Darlehens nicht deren Übertragbarkeit ist. Da ist das Wertpapier natürlich das klassische Modell, das hier viel besser passt. Und wenn ich in die Richtung weiterdenken will, dass ich sage, was sozusagen stört mich beim Thema Crowdinvesting derzeit als Investor am meisten, dann ist das, was aus unserer Erfahrung heraus sich entwickelt hat, eben genau diese Situation. Ich investiere über ein qualifiziertes Nachrangdarlehen in ein bestimmtes Immobilienprojekt, bekomme damit eben eine entsprechende Forderung gegenüber meistens der Projektgesellschaft, in dem dieses Projekt abgearbeitet wird, und habe dann am Ende des Tages dort mehr oder weniger eine gewisse Laufzeit vorgeschrieben, unter der ich mit entsprechenden Zinsen dann vergütet werde. Mein Interesse unter Umständen zu einem späteren Zeitpunkt, sagen wir nach einem Jahr, zu sagen, ich würde gern diesen Token verkaufen oder ich würde dieses Darlehen gern ersetzen durch ein anderes Darlehen, ist zwar grundsätzlich möglich, aber ist die Übertragbarkeit natürlich eine schwierigere, als wenn ich sage, ich gehe von der Konstruktion des Darlehens hier weg und setze in ein Konstrukt um, in ein rechtliches Konstrukt um des Wertpapiers, das ja per se aufgrund seiner leichteren und freien Übertragbarkeit hier einfach besser passt. Das heißt, die Entwicklung geht hier in das Thema Wertpapier. Wenn man auf die nächste Seite klickt, dann hat man hier vielleicht nochmal einen schönen Überblick. Was habe ich mehr oder weniger für Möglichkeiten, wenn ich an die Immobilienfinanzierung denke? Ich denke eben gerade an das Thema Finanzierung. Da habe ich als Finanzinstrument das klassische Wertpapier, mit dem ich entsprechend auch bereits getesteterweise Kapital aus dem Kapitalmarkt in traditioneller Weise etablieren kann. Also wenn man so will, sozusagen die eigentlich bereits getestete und direkte Form der Immobilie, des Immobilieninvestments in Projekte, das, so wie ich gesagt habe, einen entsprechenden rechtlichen Rahmen hat, etabliert ist und funktioniert. Zwei andere Überlegungen, die bei Immobilieninvestments auch immer aufkommen, sind Zugänge über Utility Tokens oder Equity Tokens. Utility Tokens werden im Zusammenhang mit Immobilien grundsätzlich gutscheinähnliche Produkte, vor allem im Hotelbereich, immer wieder überlegt worden, hier mit Utility Tokens zu arbeiten. Es gibt ja auch hierzu Projekte, wo quasi der einzelne Token-Inhaber dann keine klassische Verzinsung bekommt oder kein klassisches Recht bekommt an irgendeinem speziellen Asset, aber unter Umständen einen Gutschein damit verbunden hat, eine weitere Nacht im Hotel zu verbringen, billigere Zimmerpreise zu bekommen, was auch immer. Also das sozusagen ist der Token mehr oder weniger unterlegt mit einer Art Gutschein. Beim Thema Equity Token gehe ich schon ein bisschen weg vom Thema Finanzierung. Wenn ich an die Immobilien denke, dann ist wahrscheinlich die Reinform des Themas Digitalisierung die, und das wäre ich immer wieder gefragt, es ist doch die mehr oder weniger rechtliche Endsituation, dass zwei Personen am besten an unterschiedlichen Enden der Welt sitzen und eine Wiener Eigentumswohnung entsprechend
A, verkaufen und B, kaufen. Wie soll das passieren? Das soll am Ende des Tages so passieren, dass das Eigentumsrecht an der Immobilie voll digitalisiert ist, also in die Blockchain gebracht ist, das Grundbuch entsprechend dieser Blockchain-Technologie folgt, der Verkäufer unter mehr oder weniger Nichteinschaltung sämtlicher Zwischenhändler, Makler, Anwälte, Notare einen entsprechenden Vertrag mit dem Käufer schließt in Form eines digitalen Vertrages, eines Smart Contracts, und der Käufer durch Knopfdruck entsprechend entweder Kryptowährungen oder von mir aus auch anderes Kapital oder auch andere Tauschtokens einbringen kann, um dann am Ende in das Eigentumsrecht zu kommen. Das war und ist immer wieder im Immobilienbereich die Situation, wo man hindenkt und was vielleicht auch das Ziel sein könnte, realistisch zum jetzigen Zeitpunkt, vor allem in einer Jurisdiktion wie Österreich oder auch Deutschland, ist es aus meiner Sicht derzeit nicht. Und ich glaube, diese Meinung teile ich mit mehreren Kollegen und auch vielen Experten aus der Immobilienpraxis. Warum? Das österreichische Grundbuch ist ein sehr etabliertes, ist bereits seit vielen Jahren und mittlerweile Jahrhunderten im Einsatz, eine sehr sichere Komponente. Das ganze System der Übertragung von Eigentumsrechten an Immobilien ist gekoppelt mit formellen Voraussetzungen. Ich brauche entsprechend zumeist einen Anwalt, der entsprechend vertragliche Konstruktionen entwirft. Ich brauche einen Notar, der Unterschriften beglaubt. Ich brauche jemanden, der einen Antrag stellt ans Grundbuch, damit das Eigentumsrecht übertragen wird. Also das ist ein sehr sicheres System zwar, aber auch ein sehr komplexes System, das aber einen wesentlichen Faktor hat. Die Öffentlichkeit vertraut einerseits auf diese Konstruktion und andererseits auch auf die entsprechende Umgebung, das Grundbuch. Das alles sozusagen über Bord werfen zu wollen, zu sagen, wir nehmen das alles zurück und fahren das alles in eine digitale Umgebung ein, wäre sicher technisch nicht die große Herausforderung, aber Vertrauen zu schaffen, Verträge, die solch grundlegende Themen betreffen, wie die Wohnung, in der ich wohne, in der ich wahrscheinlich mein ganzes Leben wohne, für deren Kauf ich einen Kredit nehmen muss, der mich mein ganzes Leben beschäftigen wird und den ich zurückzahlen muss bis zur Pension, sind doch wesentliche Faktoren, die rechtspolitisch sich nicht einfach so ändern lassen, dass ich hier entsprechend eine relativ rasche Entwicklung sehen kann. Das heißt, einen klassischen Asset-Backed-Token für Immobilien ist sicher etwas Interessantes und technisch Mögliches, aber in einer Reihenform derzeit nicht umsetzbar. Christoph, darf ich nur ganz kurz noch vielleicht kurz einen Input meinerseits geben? Ich weiß, du hast extrem viele Folien noch vorbereitet. Glaubst du, schaffst du es so in den nächsten 10, 12 Minuten da durchzukommen vielleicht? Sehr gerne, wenn ich sozusagen auf die wichtigen Folien dann zu sprechen kommen darf, sehr gerne. Ich glaube, bitte, wir haben ja Folien, die ergänzend sind. Deswegen, glaube ich, brauchst du dir keine Sorgen machen, schaffen wir, glaube ich, unser Zeit. Alles gut. Du kennst mich ja schon, wenn ich einmal vertieft bin, wahrscheinlich dann bei dem Thema immer sehr interessiert. Ich glaube, wenn wir das noch kurz fertig machen, dann können wir auf die Folie wechseln. Wichtig ist, in der jetzigen Situation, um das zusammenzufassen, eine entsprechende Entwicklung hin zu einem Asset-Backed-Token im Immobilienbereich wird es wahrscheinlich jedenfalls in einer Reihenform so schnell nicht geben. Deswegen ist die Entwicklung derzeit sehr stark ausgerichtet auf den Finanzierungsrahmen und trifft mehr oder weniger das Thema Security-Token hier genau das Bewusstsein des Marktes, nämlich eben die entsprechende Unterstützung der Tokenisierung durch den entsprechenden Wertpapierrahmen. Gehen wir vielleicht einen Schritt weiter. Christoph, es kam eine Frage. Und zwar hat Manuel Schwenninger fragt, könnte man zumindest die Treuhandabwicklung beim Immobilienkauf über Equity Tokens abwickeln? By the way, habe ich mich selber auch schon beschäftigt. Ja. Aber glaub, genau. Man kann, glaube ich, zwei Dinge hier tun. Man kann zwei Dinge überlegen, die aber aus meiner Sicht, wir beschäftigen uns mit dem Thema aktuell, auch noch sehr aufwendig sind, und die Lösung ist sicher eine eher komplexere. Man kann auf der einen Seite, wie der Herr Schwenninger sagt, über eine treuhändige Abwicklung nachdenken, dass man irgendeine Art von Treuhänder bestellt, der unter Umständen eben dann das mehr oder weniger substituiert. Dann bin ich zwar nicht Eigentümer laut Grundbuch, aber dann habe ich unter Umständen eine treuhändige Zwischenlösung.
Das wäre die eine Variante. Die andere Variante, über die ich nachdenken kann, ist, dass ich Projektgesellschaften, die ja grundsätzlich die Immobilie in ihrem rechtlichen Rahmen halten, vor allem bei Projektentwicklern ja meistens sozusagen über Zweckgesellschaften ausgestaltet sind, derart, wie es der Paul Pölter schon gesagt hat, verwende, dass ich die Geschäftsanteile, also die Shares an dieser Zweckgesellschaft entsprechend tokenisiere, dann hätte ich zwar kein direktes Eigentumsrecht an der Immobilie, aber dann hätte ich ein Eigentumsrecht oder dann hätte ich einen entsprechenden Geschäftsanteil an der Zweckgesellschaft, die eben als einzigen Zweck diese Immobilie hält. Da muss aber dann natürlich auch das Investment passen. Da geht es dann wahrscheinlich eher um das Thema Bestandshalten und Bestandsaufbauen, also um das Thema Handeln. Das heißt, in der Situation, ja, gibt es solche Möglichkeiten, aber man muss sich sehr genau anschauen, für welche Situation will man es einsetzen. Es gibt sehr viele, vor allem, wie ich in den letzten Monaten gelernt habe, steuerrechtliche Implikationen, auch abwicklungstechnischer Natur, und die man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so wahrnimmt. Und last but not least, jeweils sozusagen die Stoßrichtung des Investments ist ja sehr wichtig abzustecken. Unter Umständen passt nämlich die Vorgabe, in welche Richtung ich... Ich würde dich bitten, die Antworten kurz zu fassen, damit wir auch deine Folien, die du noch vorbereitet hast, zumindest ein paar davon noch bringen können. Das wäre nett. Ja. Es soll ja Anwälten nachgesagt werden, dass sie gerne ein bisschen reden. Bei mir merkt man das zum Glück nicht. Deswegen fasse ich mich natürlich auf Aufruf von euch gerne kurz. Was ist das Thema rechtlicher Natur zum Security Token und welche Rahmenbedingungen muss ich hier beachten? Ich glaube, das ist eins der wesentlichen Punkte. Ich bin grundsätzlich dominiert im Rahmen des Kapitalmarktgesetzes auf der einen Seite. Also das große Thema ist hier, habe ich eine entsprechende Prospektpflicht einzuhalten? Muss ich ein entsprechendes Prospekt erstellen für dieses Wertpapier? Und wenn nicht, welche anderen Möglichkeiten gibt's? Auf der anderen Seite, welche Konzessionspflichten habe ich im Zusammenhang mit der Handelbarkeit dieses Tokens, dieses Wertpapiers? Bitte eine Slide weitergehen. Da sieht man mehr oder weniger die Implikationen, auf die ich achten muss. Ich habe auf der einen Seite das Bankwesengesetz, das unter Umständen mich beeinflusst und ich unter Umständen eine bankkonzessionsrechtliche Pflicht, Konzession einhalten muss und eine Pflicht habe, hier eine Bankkonzession zu haben. Ich habe auf der anderen Seite das Thema Kapitalmarktgesetz und habe dort die Rahmenbedingungen aus der Prospektpflicht einzuhalten. Und ich habe daneben andere Gesetze, die sich damit beschäftigen, Handelbarkeit des Wertpapiers, Zahlungsdienste, unter Umständen auch fondsähnliche Themen, die mich hier konzessionsrechtlich treffen können. Und der letzte Punkt im dritten Kastel, das AltFG, das derzeit aus unserer Sicht einen Rahmen schafft, wie wir gerade die Security Tokens relativ rasch einsetzen können. Bitte auf die nächste Slide. Wir sind in dem Rahmen, bitte sich auf die Wertgrenze zu konzentrieren in der Mitte. Wir sind in der Hinsicht derzeit nämlich mit einem angenehmen und sehr gut entwickelten Thema unterstützt. Wir haben das AltFG, wir haben das Crowdfunding gesetzt, wie es umgangssprachlich heißt, in dem wir im Wesentlichen eine Rahmenbedingung haben, bis zu 2 Millionen Euro. Wir haben, wie es der Paul vorher gesagt hat, die Möglichkeit auch auf europarechtlicher Ebene relativ nah in der Zukunft eine entsprechende Verordnung zu nutzen, die nicht bis 2 Millionen Euro Produkte erlaubt, die ins Crowdfunding gehen, sondern bis 5 Millionen Euro. Also die Grenze wird höchstwahrscheinlich in naher Zukunft steigen. Was ist der große Vorteil des Crowdfundingsgesetzes in dieser Situation? Wenn ich ein Wertpapier unter den Rahmenbedingungen des AltFGs, also des Crowdfunding-Gesetzes, emittiere, falle ich aus der Prospektpflicht heraus. Also ich bin auf der einen Seite als Crowdfunding-Plattform nicht konzessionspflichtig im Hinblick auf die genannten Konzessionsthemen und ich bin auf der anderen Seite auch nicht prospektpflichtig im Sinn des Kapitalmarktgesetzes, habe also die Möglichkeit, ein relativ simpel ist vielleicht das falsche Wort, ein relativ wenig reguliertes Produkt aufzusetzen und das entsprechend in diesem Bereich zu tun. Das heißt, wo hat der Security Token derzeit seine größte Anwendung? Genau in diesem Rahmen bis derzeit 2 Millionen Euro, weil eben Wertpapier-Emissionen bis zu dieser Grenze entsprechend
nur mit einem Informationsblatt zu unterlegen sind. Das ist ein relativ kurzes, relativ einfach zu dokumentierendes Sheet, das viel weniger Aufwand ist als ein Kapitalmarktprospekt. Auch ein verkürztes Kapitalmarktprospekt, das dann ab 2 Millionen einzusetzen ist und damit derzeit die Möglichkeit bietet, über das Crowdfunding relativ schnell zu dem Thema zu kommen. Gerade auch deshalb, man sieht es in Deutschland sehr stark, entwickelt sich im Immobilienbereich der Security Tokens über die Crowdfunding-Plattformen derzeit am stärksten, weil der rechtliche Rahmen hier eine relativ simple und schnelle Umsetzung ermöglicht und damit der Aufwand und auch der Kostenaufwand relativ niedrig ist. Bitte ein Stück weitergehen. Die Rahmenbedingungen, unter denen dann Anleihebedingungen, Treuhandbedingungen, also die rechtlichen Vereinbarungen zu schließen sind, werden dann im Rahmen sogenannter Smart Contracts dokumentiert. Ich glaube, hier jetzt sozusagen auf Themen einzugehen, würde den Rahmen sprengen. Wichtig ist aber, dass die ganze vertragliche Abwicklung dann auch übernommen werden kann, in die Blockchain auch automatisiert durchgeführt werden kann. Das heißt, nicht nur der Token selbst ein digitales Element darstellt, sondern auch die vertragliche Abwicklung selbst automatisiert werden kann. Bitte eins weiter. Damit kommen immer wieder natürlich die klassischen Themen zusammen. Es wird kosteneffizient, es wird schneller. Die Sicherheit der Blockchain ist sowieso ein Thema und das Thema Automatisierung ist hier auch zu nennen. Vielleicht eine schöne Slide, wenn wir eins weitergehen, wäre der Zeitfahrplan einer solchen STO-Mission. Also was muss man aus rechtlicher Sicht jetzt tun, wenn man so einen STO plant? Fortsetzend auf dem, was Walter und Paul hier bereits vorgebracht haben, bitte insbesondere bei den rechtlichen Themen darauf achten, dass es vor allem im Bereich der Regulatorik die große Unterscheidung gibt, bin ich grundsätzlich in einer prospektpflichtigen Situation. Das ist die eine Situation, also habe ich ein entsprechendes Prospekt nach dem Kapitalmarktgesetz vorzunehmen. Habe ich auf der anderen Seite unter Umständen konzessionsrechtliche Themen, weil ich selber Dienstleistungen erbringe, die in dem Bereich irgendeiner Konzessionspflicht unterliegen. Wesentlicher derzeitiger Fahrplan ist, über Crowdfunding hier relativ frei zu sein. Zu beachten ist allerdings, Handelbarkeitsthemen könnten unter Umständen auch wieder konzessionsrechtliche Pflichten auslösen. Also hier geht es im Wesentlichen am Anfang sehr stark darum, festzumachen, in welchem Konstrukt bin ich, welche Dienstleistungen erbringe ich selber. Und ich glaube, wichtig ist in dem Zusammenhang, sich auch die Frage zu stellen, welche Dienstleistung kann ich auslagern und kann damit einen unter Umständen konzessionierten und eben mit der entsprechenden Genehmigung ausgestatteten Dritten dazu bringen, dass er bestimmte Dienstleistungen für mich erfüllt, ich selber den Security-Token unter Umständen auflegen auf meiner Plattform zeige, aber ich deswegen nicht sämtliche Leistungen hier bringen muss. Ich denke hier an Zahlungsdienstleistungen, ich denke eben insbesondere auch an die Handelbarkeit. So wie wir vorher gehört haben, die Handelbarkeit ist etwas, das rechtlich sehr stark natürlich konzessioniert ist. Gerade dieses Thema ist unter Umständen etwas, wenn ich das für meine eigene Plattform vorsehe und sage, ich mag eine Handelbarkeit des Tokens selbst darstellen, dann habe ich hier unter Umständen größere rechtliche Hürden vor mir, um das aufzubauen. Und da ist die Empfehlung, die eher an Dritte auszulagern. Bitte noch einen Schritt weiter. Wenn wir jetzt das zusammenfassen, ich habe es dann ausgeschrieben auf der nächsten Slide, dann sieht man es schöner. Was sind jetzt so die wesentlichen Themen hier? Ich habe das Thema Langzeithoffnung sozusagen Eigentumsrecht tokenisieren. In die Richtung arbeiten wir auch. Wir sind als Partner von Fibri, glaube ich, schon sehr früh mit dem Thema eingestiegen und arbeiten laufend weiter am Thema Tokenisierung des Eigentumsrechts in einer Immobilie. Da gibt es Zwischenlösungen, die wahrscheinlich sich entwickeln lassen, aber eine volle Tokenisierung wird man noch abwarten müssen. Wesentlich für uns ist, dass der Token gerade im Zusammenhang mit dem Thema Handelbarkeit ein sehr hohes Interesse zeigt, sowohl bei Investoren als vor allem auch bei Anbietern. Also hier geht es darum, vor allem in der Entwicklung eines möglichst handelbaren Tokens entsprechend hier in den Markt zu kommen, und ist das aus unserer Sicht auch etwas, was gerade dann den nötigen Schritt setzen wird, der von dieser relativ geringen Menge an STOs noch wegkommt,
weil das gerade jetzt im Verhältnis zu anderen Investitionsmöglichkeiten im Immobilienrecht eins der wesentlichen Fortschritte ist und diese Möglichkeit dann aus unserer Sicht hier den entsprechenden Boost geben wird. Wichtig ist noch, Ausschaltung von Zwischenhändlern und das komplette Ausschalten rechtlicher Systeme, glaube ich, ist immer ein Wunsch, der kommt. Es soll alles viel einfacher, viel schneller gehen und viel billiger werden. Systeme in dem Zusammenhang können zwar mehr oder weniger automatisiert werden, aber die rechtlichen Rahmenbedingungen fehlen in vielen Bereichen noch. Das heißt, man kann unter Umständen technisch schon sehr viele Dinge umsetzen. Gerade das Thema Handelbarkeit ist, glaube ich, das Klassische. Eine Plattform, auf dem Tokens gehandelt werden können, wird technisch ja nicht das Problem sein. Die größte Hürde ist derzeit, einen rechtlichen Rahmen zu finden, in dem das entsprechend umgesetzt werden kann. Was derzeit schon geht, ist das klassische Peer-to-Peer-Handeln. Das heißt, ich kann grundsätzlich eine Art Plattform zur Verfügung stellen, wo ich sage, vor allem als Emittent, wenn jemand seinen Token dort quasi anbieten möchte und ein anderer auf der Plattform entsprechend dann ein Matching stattfindet und die beiden einen entsprechenden Tausch vornehmen, Token gegen was auch immer andere Tokens, dann gibt es hier eine zumindest eingeschränkte Möglichkeit einer ersten Handelbarkeit eines Tokens darzustellen. Und in die Richtung gedacht, kann man unter Umständen bereits jetzt auch mit dem Thema starten, weil es eine entsprechende eingeschränkte Handelbarkeit über die Plattform zulässt. Und gerade im Rahmen der derzeitigen Ausnahmenbestimmungen des ALTIFG doch eine relativ kostengünstige Lösung ist, um hier einen First-Mover-Bonus mitzumachen und in den Markt zum jetzigen Zeitpunkt einzusteigen. Christoph, super. Wir haben zwei Fragen, weil das wäre auch eine gute Möglichkeit, dass du jetzt sozusagen zu deinem Schluss Satz kommst, vielleicht in Beantwortung. Den Herrn Schluss, also viel mehr wollte ich jetzt gar nicht erzählen, deswegen glaube ich, ist ein guter Zeitpunkt für eine Frage. Ja. Die Frage kommt von einem gewissen Walter Stramitz. Er hat die für die allgemeine interessante Frage gestellt. Wie kann die neue regulatorische Sandbox in Österreich bei diesen Themen helfen, die du angesprochen hast, und insbesondere bezüglich Einnahme von Einlagen oder Handeln? Annahme von Einlagen. Problem ist hier eben das Thema der entsprechenden konzessionsrechtlichen Vorgaben. Das heißt, man hat grundsätzlich außerhalb dieses Rahmens einen sehr hochregulierten Markt, der von der FMA entsprechend auch stark kontrolliert wird. Aus meiner Sicht auch in anderen Ländern der Regulator gerade hier darauf achtet und dessen, glaube ich, muss man sich bewusst sein, dass neue Entwicklungen gerade auf der Ebene eines Security-Tokens, Equity-Tokens, was da noch immer geplant ist, aber jetzt gerade in unserer Situation hinsichtlich des Security-Tokens sehr stark vom Regulator geprüft wird. Und hier, wenn man mit so einem Produkt dann auf den Markt gehen möchte, unter Umständen einen relativ komplexen Prozess hat. Das heißt, einerseits die Auseinandersetzung mit dem Regulator, ein sehr detailliertes Auseinandersetzen auch mit dem Geschäftsmodell, der sich vor allem eben auf der konzessionsrechtlichen Seite ansieht, einerseits nicht in bankkonzessionsrechtliche Themen zu kommen, Stichwort Einlagen, andererseits nicht in fondsähnliche Konstruktionen zu geraten, Stichwort AFM. Das jetzt im Detail zu betrachten, würde den Rahmen sprengen, aber die Möglichkeit besteht, und das hat Österreich durch die Sandbox geschaffen, hier Produkte zu entwickeln, die unabhängig sozusagen einer ersten regulatorischen Hürde einer entsprechenden praktischen Umsetzung zugeführt werden können und dann zu einem späteren Zeitpunkt, wenn es tatsächlich eine entsprechende Entwicklung gibt, man sich dann die Rahmenbedingungen hier überlegen kann. Aber derzeit gerade für neue Plattformen, und das ist wahrscheinlich die größte Hürde derzeit, die regulatorischen Rahmenbedingungen doch sehr umfassend sind, wenn man sich die Liste an möglichen gesetzlichen Bestimmungen ansieht, gegen die man verstoßen kann, dann ist das wahrscheinlich selbst für jemanden, der nicht im Finanzbereich tätig ist, doch relativ komplex und ist deswegen das Generieren einer neuen Plattform mit entsprechenden Risiken verbunden, werden viele davon abgehalten und sind wir sehr zuversichtlich, dass wir unter den Rahmenbedingungen aber neue Produkte entwickeln können, die wir dann auch im rechtlichen Rahmen implementieren können. Du sprichst gerade, dass ihr das entwickeln könnt, das heißt, ihr unterstützt. Da kam die Frage aus Griechenland, Schätzung der Anwaltskosten in diesen 9 Wochen, du hast diese Zeitleiste gebracht, ja. Für eine 5 Millionen Euro Asset-Tokenisierung.
Was muss man ungefähr rechnen? Wir wissen von Walter 30.000 bis 60.000 Euro für die Programmierung und das Aufsetzen. Was sind die Anwaltskosten? Ich glaube, die Anwaltskosten unterscheiden sich nicht von den Anwaltskosten einer normalen Emission in diesem Zusammenhang. Solange ich mich sozusagen nicht mit dem Produkt per se beschäftigen muss, sondern nur mehr oder weniger das Produkt betreuen würde, dann sind das Kosten, die im normalen und üblichen Rahmen liegen. Und unterscheidet es sich nicht, ob ich eine Wertpapieremission digital begleite oder ob ich sie traditionell begleite. Ja, könntest du uns ungefähr eine Zahl, wir haben überhaupt keine Vorstellung, ich schaue aber vielleicht die Zuhörer haben keine Vorstellung, in welchen Größenbereichen bewegt sich sowas? Ich glaube, eine klassische Anleihenemission, die grundsätzlich prospektgebilligt wird und eben in Abstimmung mit einem Klienten passiert, der in der Regel noch nie sozusagen sowas getan hat, jetzt nämlich auch nicht auf traditionellem Weg, würde ich schätzen, liegt bei, du sagst jetzt 5 Millionen Euro, also einer klassischen, schon voll umsetzbaren oder umsetznotwendigen Prospekt wahrscheinlich so irgendwo zwischen 15.000 und 30.000 Euro. Wie gesagt, das ist ein Kostenfaktor, der abhängt davon, wie komplex auch die Struktur ist. Ja. Was an Kosten dazukommen kann und was dann durchaus komplexer und dann auch kostenintensiver werden kann, ist das Onboarding meistens von neuen Systemen. Das heißt, was sich hier anbietet, ist unter Umständen den Markt, so wie wir es heute gesehen haben, auch nach entsprechenden Dienstleistern abzufragen, weil die von Null weg Entwicklung, die manche versucht haben, also quasi eine Parallelentwicklung, vor allem auf der Plattformseite, ohne die Zuhilfenahme der bereits bestehenden Systeme, ja mehr oder weniger das Rad immer neu erfinden lässt. Und da kann schon sehr teuer werden, damit das Gefühl, viele potenzielle Investoren und potenzielle Immobilienentwickler überhaupt keine Idee, die sagen, ich möchte so eine Plattform aufsetzen, weil ich brauche mehr oder weniger das Kapital aus dem Internet. Das kann sehr, sehr aufwendig sein. Also die Empfehlung wäre hier, es gibt bereits sehr viele Lösungen, die vielleicht noch nicht in der Konstruktion, vor allem im Immobilienbereich, so vernetzt sind, wie es vielleicht notwendig ist oder wie es vielleicht sein könnte. Eine jetzt stattfindende Vernetzung, an der wir auch versuchen zu arbeiten, gemeinsam mit Partnern, soll relativ schnell die Möglichkeit bieten, diese Anfangskosten relativ niedrig zu halten, indem man eben dann auf einzelne Services zugreifen kann. Und dann hat der Einzelne die Möglichkeit, seine Emission als Security Token umzusetzen, ohne dass er jetzt in irgendeiner Art und Weise mehr Kosten hat aus der Transaktion, als wenn er es zum Beispiel auf traditionellem Weg tut. Okay. Robert, hast du noch Fragen oder darf ich noch zwei Fragen? Danke. Okay. Also, das heißt, ihr bietet aber auch Pauschalen an, das heißt, du verrechnest nicht nur nach Zeit, oder? Viele Anwälte würden das gerne tun. Ich habe das immer wieder bemerkt. In unserem Umfeld, glaube ich, läuft das alles über eine Pauschale ab. Das heißt, so okay. Wie es wahrscheinlich auch bei anderen Dienstleistungen stattfindet, ich denke, die Steuerberatung wird ja auch in der Hinsicht ähnliche Strukturen kennen, gibt es ein entsprechendes Gespräch, indem man herausfindet, wie sozusagen das Produkt aussehen soll. Wenn der einzelne Klient es möchte, kann man mit ihm gemeinsam auch eine Struktur entwickeln. Wie gesagt, da sind wir sehr stark auf der Suche, Partner zu finden und haben auch hier bereits, nachdem wir uns mit dem Thema doch schon einige Jahre beschäftigen, auch sehr gute Kontakte in den Markt und können hier entsprechende Verknüpfungen zusammenbringen, sodass man hier diese Hürde, glaube ich, relativ leicht umgehen kann. Und dann natürlich für jede Phase, in der wir uns befinden, in einer Aufsetz- und Gründungsphase, Strukturierungsphase bis hin zu einer Umsetzungsphase, ist es in der Regel so, dass die Kosten, die auch unsere Anwaltsleistung betreffen, vorab pauschal festgelegt werden und dann ausgemacht werden mit dem Klienten und dann halt Teil des Kostenpakets sind, sowie auch Kosten, die man auf der IT-Seite zu tragen hat oder sonstige Kosten. Also ich glaube, okay. Das ist kein großer Unterschied zu den anderen Kostenblöcken, die hier existieren. Klar. Ich meine, die zentrale Frage für mich, du hast es zuerst ja auch angedeutet, Anwendung Alt-FG, besonders günstig bei einem Investitionsvolumen oder gesammelten Volumen von bis zu 2 Millionen Euro. Gibt es da irgendwo so einen Zwischenweg? Weil ich meine, es steht ja im Spannungsfeld vom IFMG, Alt-FG, BWG, Zadig, da spielen ja 1000 Sachen mit. Ja. Die Frage ist, gibt es da eine Schnittmenge, wo man sagt, also weil du jetzt auch auf Immobilienprojekte Bezug genommen hast, die nicht mit ein paar tausend Euro das Auslangen finden, für welches Volumen ist denn eigentlich welches Standardpaket, wenn man so möchte, am besten geeignet? Hast du da eine Indikation?
Also das AltFG ist sicher sozusagen, wenn man so will, jetzt derzeit die Sandbox der Security Tokens in Österreich, nämlich sozusagen für die konkrete Umsetzung. Da gibt's die Möglichkeit, per se schon relativ viele Pflichten, die existieren, auszuschließen. Also im Wesentlichen treffen mich vor allem die ganzen klassischen konzessionsrechtlichen Pflichten aus dem BWG, aus dem Bankwesengesetz nicht. Andere Pflichten kann ich entsprechend substituieren, vor allem Stichwort Zahlungsdienstleister. Aber das ist, glaube ich, im Markt relativ klar schon umgesetzt. Schwierig ist in der Situation nur eines, wenn man hier in dem Thema Security Token unterwegs sein muss, das unter Umständen das Thema AIFMG auf einen zukommt. Jedenfalls ist der Regulator hier sehr streng in der Betrachtung des Produktes. Das heißt, ich glaube, am Anfang wird man einen entsprechenden Onboarding-Prozess brauchen, der einen entsprechenden, ist jetzt schwierig wahrscheinlich das zu sagen, einen entsprechenden wahrscheinlich niedrig fünfstelligen Betrag in Anspruch nehmen wird. Also ich würde sagen, so irgendwas zwischen 10.000 und 20.000 Euro wird wahrscheinlich in Anspruch zu nehmen sein, um so eine Plattform aufzusetzen. Wobei ich mir die Frage stellen muss, ob ich hier wirklich tatsächlich von Null weg das abarbeite. Da kann ich unter Umständen Kosten sparen, indem ich das substituiere durch andere Servicer. Und die Abwicklung selber ist aber dann eine relativ kostengünstige. Das spielt sich dann meistens unter 10.000 Euro ab, weil das Erstellen des Informationsblattes und das ganze Umsetzen des Tokens ist rechtlich dann relativ simpel. Wenn man sich heute anschaut, im Crowdfunding-Bereich braucht es regelmäßig keinen Anwalt, um dieses Informationsblatt zu erstellen. Es braucht wahrscheinlich regelmäßig einen, der ein Emissionsprojekt im Sinn, Emissionsprospekt im Sinn des Kapitalmarktgesetzes aufsetzt. Aber es wird wohl keinen Anwalt benötigen, der jedes Mal ein Informationsblatt dokumentiert. Ja. Das heißt, da kann ich meine Kosten relativ gering halten. Also Setup-Kosten würde ich mal, wie gesagt, so um die 10.000 kalkulieren und dann ein paar tausend Euro pro Emission, wobei mein Potenzial in die Richtung geht, so wie es auch im klassischen Crowdfunding-Bereich derzeit ist, da gehen meine wahrscheinlich Beratungskosten in einer Anfangsphase vielleicht ein bisschen höher, aber dann in einer Umsetzungsphase eher gegen Null oder gegen niedrige Beträge, weil die Umsetzung selber ja, das ist ja gewollt in diesem rechtlichen Rahmen, keine großartigen rechtlichen Hürden mehr hat. Wenn man die alle abgesteckt hat, sich das entsprechend anschauen hat lassen, dass man eben nicht an den Rändern irgendwo doch noch in eine Konzessionspflicht oder sonstige Prospektpflicht, wenn man sich das einmal am Anfang sozusagen abklopfen hat lassen, dann ist der Weg dahinter relativ kostengünstig aus Rechtsberatender Sicht. Okay, ich meine, vielleicht noch eine Frage an den Paul, weil mit Simply Tokenized habt ihr ja schon sehr viel Vorarbeit geleistet. Könnt ihr da schon rechtliche Themen zum Großteil mit vorab stecken, wo ich dann sage, okay, ich kann mir schon diesen originären Aufwand zum Teil oder Großteil einsparen? Genau, also das ist genau das Ziel. Gemeinsam eben jetzt bei der tokenisierten GmbH mit TPA und Stadler Völkel gemeinsam ist es ein fixfertiges Produkt. Man kriegt hier die entsprechenden Qualifikationen, man kriegt das fertige Modell. Das heißt, man kriegt hier dann eine Pauschale, damit kann man das Modell dann nutzen, plus technische Umsetzung und damit kann man relativ schnell den nächsten Schritt setzen. Dasselbe für die tokenisierte Anleihe. Das heißt, hier ist genau das Ziel mit Partnern, die sich schon damit beschäftigt haben, eben durch ein Standardprodukt einfach die Kosten dann auf mehrere Emissionen aufzuteilen, damit man eben diese hohen Anfangskosten einfach dann reduzieren kann und damit auch mehr in die Masse dann reinkommt, dass es wirklich Security Token einfach für viele Leute nutzbar wird. Okay, super. Dankeschön. Im Chat, ich sehe keine Fragen mehr. Sonst irgendjemand noch Fragen? Den Christoph? Gut, kann auch ja noch laufend nachgeholt werden. Bitte nochmal die Aufforderung, bitte gerne jederzeit in den Chat hineinschreiben. Wir kommen jetzt noch zum krönenden Abschluss. Das Steuerrecht, was soll ich sagen, es geht nicht ganz ohne dem. Florian, du bist so lieb und machst uns hier einen kurzen Überblick. Gibst uns einen kurzen Überblick. Du hast doch bei der von Paul schon angesprochenen Simply Tokenized steuerrechtlichen Lösung hier federführend mitgearbeitet. Bist Mitherausgeber von Immo Aktuell, Fachbuchautor, schreibst laufend Artikel. Ja, auch man braucht dich nicht vorstellen, du bist Tax Director bei TPA. Und insofern, vielleicht fokussiere dich gleich. Wo sind denn die Vorteile bei einem STO? Was können wir hier steuerlich rausholen? Weil es ist eigentlich immer das Lustige, das werde ich immer gefragt, ja, bei jedem Gespräch und sage, naja, geht da irgendwas steuerfrei? Man sagt meistens so wie im Aufsichtsrecht, ja, nein, geht halt nicht. Aber es gibt ja noch Graubereiche, die du uns vielleicht jetzt kurz näher bringst. Danke. Na gut, einmal danke für die freundliche Vorstellung und dann kommen wir quasi gleich zum spannendsten Höhepunkt des heutigen Tages, aus meiner Sicht, muss ich das sagen. Aber quasi zurück zum Thema. Wir haben jetzt vorher schon gehört,
Tokens und Security-Tokens quasi können in einer Vielzahl oder Vielart ausgestaltet sein und quasi dementsprechend, es gibt nicht die steuerliche Lösung, sondern es ist immer jeweils zu schauen, wie ist der Token ausgestaltet, wie ist das Geschäftsmodell, was genau passiert dann und dann kann ich daran die steuerliche Einstufung dranhängen. Jetzt quasi aus Sicht TPA und quasi immobiliengetrieben, normalerweise wird es normalerweise in Richtung eines Genussrechts gehen. Deswegen würde ich jetzt mal meinen Vortrag insofern einschränken, dass ich jetzt nicht alle potenziellen Varianten, das wäre auch mit den Rahmen sprengen, versucht zu erklären, sondern ich würde mir quasi einen Fall rauspicken und den quasi erläutern und quasi schauen, wie man das optimieren kann. Und können wir auf die nächste Seite gehen? Danke. So, genau. Also, wenn man sich anschaut, ich möchte mich jetzt bei einem Immobilienprojekt beteiligen in Form eines Tokens. Direkt Immobilie tokenisiert in Österreich geht nicht, weil das Grundbuch nicht tokenisiert ist, aber ich kann versuchen, mich an einer, oder als Emittent kann ich quasi Immobilien, die ich selber im Eigentum habe als GmbH, versuchen zu tokenisieren, indem ich einen Investor an der Immobilie wirtschaftlich beteilige. Und wirtschaftlich beteiligen wird normalerweise heißen, dass der Investor in irgendeiner Form eine Rendite sehen möchte, die abhängig sein wird von der Entwicklung der Immobilie. Und das kann ich schön mit einem Genussrecht darstellen. Und ein Genussrecht hat den schönen Vorteil, das kann ich auch, je nachdem, wie ich es genau haben möchte, sehr schön strukturieren. Also quasi, was sind die, aus Sicht des Emittenten, was sind denn die Rechtsfolgen, die ich haben möchte? Und deswegen gehen wir das mal kurz exemplarisch einfach mal durch. Im Bilanzrecht könnte ich das Genussrecht ausgestalten, dass ich es entweder im Eigenkapital ausweisen kann oder im Fremdkapital oder irgendwo in der Mitte. Also quasi, normalerweise werde ich ja so eine Emission machen, weil ich ja wirtschaftlich Eigenkapital haben möchte, damit die Bank zufriedengestellt ist als größter Investor. Also werde ich mich bei solchen Emissionen im Regelfall irgendwo zwischen Eigenkapital und Fremdkapital bewegen wollen. Steuerlich kann ich das Genussrecht aber auch unterschiedlich ausgestalten, indem ich es entweder als Substanzgenussrecht ausgestalte oder als Obligationen-ähnliches Genussrecht mit komplett unterschiedlichen Rechtsfolgen. Deswegen werden wir zur nächsten Seite weiterkommen, bitte. Jetzt schauen wir uns mal kurz das Bilanzrecht an. Also das Genussrecht quasi entweder im Eigenkapital ausweisen und fürs Eigenkapital muss das Genussrecht die Qualität haben aus Gläubigerschutzsicht wie Eigenkapital und dementsprechend gegenüber sämtlichem Fremdkapital nachrangig sein. Innerhalb des Eigenkapitals könnte ich mir aber quasi trotzdem meine Rangordnung überlegen, das wäre unschädlich, dass das Genussrecht trotzdem noch vorm Stammkapital und den echten Gesellschaftern quasi im Fall einer Liquidation bedient werden sollte. Wenn ich ins Eigenkapital bilanziell möchte, muss die Vergütung erfolgsabhängig sein und ich muss auch am Verlust teilnehmen. Erfolgsabhängig heißt in dem Fall, dass ich die Zahlungen der Rendite, die laufenden, aus dem Genussrecht immer nur machen darf, wenn ich einen entsprechenden Bilanzgewinn habe. Und ich darf das Genussrecht nicht befristen. Das heißt, ich darf kein ordentliches Kündigungsrecht drinnen haben oder auch keine Dauer. Und da wird sie es im Regelfall, wenn wir jetzt bei der Tokenisierung sind, spießen, weil ich im Regelfall wahrscheinlich Konsumenten dabei haben werde und ich dieses ordentliche Kündigungsrecht nicht ausschließen kann vollständig. Deswegen werde ich normalerweise kein Genussrecht im Eigenkapital herstellen können, es sei denn, ich hätte echt nur Unternehmer als Kunden. Und deswegen kommen wir auf die nächste Seite, werde ich mich wahrscheinlich bilanziell im Hybridkapital bewegen. Das erfüllt prinzipiell alle Voraussetzungen fürs Eigenkapital, aber ist insofern quasi nicht im Eigenkapital, sondern in der Bilanz eine Stufe drunter dagewiesen, da ich eben ein Kündigungsrecht ein Kündigungsrecht, zumindest ein außerordentliches Kündigungsrecht haben werde müssen, hat aber aus Sicht der Immobilienfinanzierung, wie ich es normalerweise machen würde, trotzdem den Effekt, dass die Bank das wirtschaftlich als Eigenkapital betrachten wird. Wenn es schief geht, trotzdem das Hybridkapital vor dem Fremdkapital haften muss. Insofern kann ich über diese Methode mein Bilanzbild quasi entsprechend herrichten, damit ich eine ordentliche Finanzierung für die Immobilie machen kann oder quasi eine Refinanzierung einer bestehenden Immobilie. Oder wenn ich das alles nicht möchte, quasi, dann kann ich es auch als Fremdkapital ausweisen, wenn ich quasi nicht diese erfolgsabhängigen Vergütungen und keine Nachrangigkeit habe, dann kann ich ins Fremdkapital auch gehen. Das heißt, ich habe bilanziell eine weite Bandbreite beratungstechnisch und aus Sicht des Unternehmens, wie ich die Tokenisierung darstellen möchte oder quasi was das Ziel der Tokenisierung in meiner Bilanz ist und dementsprechend ist das Produkt auch sehr flexibel. Wenn wir jetzt weiterkommen zum Steuerrecht, da kann ich dann unabhängig
vom, also nicht ganz unabhängig, aber kann ich quasi eine zweite Würdigungsebene drüberlegen. Das eine ist, wie ich es bilanziell in der Bilanz darstelle. Das andere ist jetzt, und das ist wahrscheinlich der spannende Punkt für die meisten, wie das Ganze dann im Steuerrecht ausschaut. Und da gibt es eben das Genussrecht in zwei verschiedenen Varianten. Nicht drei wie im Bilanzrecht, sondern in zwei. Und das eine ist das Substanzgenussrecht, das dazu führt, dass ich quasi wirtschaftlich so beteiligt bin, als wäre ich am Unternehmen beteiligt. Das ist in dem Fall so, wenn ich eine Beteiligung quasi in Bezug auf das Gesamtvermögen, also quasi der gesamten Gesellschaft habe und am Gewinn und Verlust, am Vermögen und am Liquidationsgewinn beteiligt bin. Das wäre der Fall, wenn ich quasi eine Projektgesellschaft habe und dort quasi nur eine Immobilie drinnen habe, die ich tokenisieren möchte, könnte ich ein Substanzgenussrecht machen, wo ich quasi auf das gesamte Unternehmen quasi Bezug nehme und führt dann dazu, dass Ausschüttungen auf dieses Substanzgenussrecht gedanklich sind wie eine Gewinnausschüttung. Das heißt, auf Ebene des Unternehmens ist die Ausschüttung nichts, sondern eine Einlagenverwendung und auf Ebene des Empfängers wird das Ganze von natürlichen Personen ausgehend mit CAST besteuert und die CAST ist aber von der emittierenden Gesellschaft schon bereits abzuführen und einzubehalten und abzuführen. Ist quasi für Kleinanleger ein praktisches Produkt, weil sie sich steuerlich dann um nichts mehr kümmern muss, wenn ich es in der Form mache. Was ich aber auch machen kann, und das kann auch spannend werden, ich kann quasi, nächste Folie bitte, ich kann das Ganze quasi auch als Fremdkapital-ähnliches Genussrecht ausgestalten. Das wäre unter anderem der Fall, wenn ich nicht am gesamten Unternehmen beteiligt sein möchte, sondern wirklich nur sage, okay, der Tokeninhaber soll wirklich nur beteiligt sein am Ergebnis einer einzelnen Immobilie, die ich in meinem Besitz habe. Dann kann ich einen eigenen Rechnungskreis einbilden und das Genussrecht auf diesen einen Rechenkreis beschränken. Dann kann es kein Substanzgenussrecht mehr sein und wird zu einem fremdkapitalähnlichen Genussrecht. Hat aus Sicht der GmbH den Vorteil, dass ich die Zahlungen auf das Genussrecht als Zinsen geltend machen kann. Und aus Sicht, wenn ich jetzt quasi die Zahlung an den Investor kann dann quasi, und jetzt kommen wir zur nächsten Differenzierung, entweder zum Tarif besteuert werden oder es kann auch zum mit 27,5% besteuert werden. Genau, ja, da haben wir jetzt quasi oben nochmal kurze Zusammenfassung. Und jetzt, wenn wir auf die nächste Seite kommen, das ist nämlich, glaube ich, das Spannendere. Genau, wann kann ich bei einem fremdkapitalähnlichen Genussrecht zu einem CAST-Abzug kommen und auch dazu, dass mit 27,5% fix besteuert wird. Das geht, wenn ich quasi ein öffentliches Angebot mache. Und ein öffentliches Angebot ist in den Einkommensteuerrichtlinien entsprechend definiert. Ich habe es draufgeschrieben, dass ich mich an einen unbestimmten Personenkreis richte und quasi halt nicht von vornherein schon weiß, wer das genau erwerben wird. Was im Regelfall, wenn ich jetzt kein Friends and Family Programm mit meinem Token mache, sondern mich an eine breite Öffentlichkeit richte, der Fall sein wird. Auf jeden Fall ein öffentliches Angebot wird vorliegen, wenn ich eine Prospektpflicht nach Kapitalmarktgesetz habe, werde ich im Regelfall bei der Tokenisierung aber vermeiden, wie wir vorher gerade schon gehört haben, sondern mich wahrscheinlich eher unter den 2 Millionen bewegen, damit ich quasi in den einfachsten regulatorischen Regelungen bin. Und wenn ich an geregelten Märkten gehandelt werde, das wird mit Tokens auch nicht geschehen. Ich kann aber nachweisen, dass ich trotzdem mich an eine Allgemeinheit gewendet habe. Und das ist auf jeden Fall nachweislich so, wenn mehr als 100 verschiedene Investoren gekauft haben. Wird in der Regelfall von jedem Token, also jeder Gesellschaft, die Token emittieren möchte, wahrscheinlich das Ziel sein, dass sie möglichst viele unterschiedliche Investoren erreicht und möglichst viel platzieren kann. Wenn man vornherein davon ausgeht, dass man sicher mehr als 100 Investoren erreicht, dann kommt man auf jeden Fall in die Tatsache, dass man ein öffentliches Angebot gehabt hat und damit auch in den CAST-Satz und CAST-Abzug für den Investor. In dem Fall hätte man das wirklich schöne Ergebnis, dass ich habe die Immobilie hat laufende Einnahmen, ich zahle meinen Investoren ihre Genussrechtsvergütung über den Token quasi aus. Diese Auszahlung ist bei mir persönlich auf Ebene der GmbH ein Aufwand und reduziert meine Steuerbelastung. Und die Auszahlung an den Token-Investor unterliegt der CAST mit 27,5%. Die behalte ich gleich ein und führe sie ans Finanzamt ab. Der Token-Investor muss sich um nichts weiteres kümmern. Die Sache ist erledigt. Das ist die Non-Plus-Ultra-Variante, würde ich sagen, wie ich so einen Token steuerlich dann quasi durchbringen kann. Wenn ich nicht sicher bin, und beim ersten Token wird das vielleicht sein, dass ich quasi mehr als 100 Investoren habe und damit quasi mir aufgrund der Einkommensteuerrichtlinie diese Prüfung erspare, weil ich ein öffentliches Angebot gehabt habe, gibt es
Punkte, wie ein öffentliches Angebot getrieben ist. Und diese Vermutungen laut Einkommensteuerrichtlinien spiegeln noch nicht wirklich wieder die neue Welt, würde ich sagen, der Digitalisierung und der Tokenisierung. Weil als Beispiel ist dann drinnen Vertrieb durch ein oder mehrere Kreditinstitute. Genau das möchte ich mir mit der Dezentralisierung von Finanzierungen ja ersparen. Angebote zu Zeichnungen über Medien, und da sind die Beispiele Abbau und Fachpresse. Das ist wahrscheinlich bei digitalen Produkten, werden es jetzt nicht die Fachpresse sein, sondern wahrscheinlich eher auf meiner eigenen Plattform unterwegs sein und vielleicht über Social Media die Sache bewerben. Aber jetzt im Regelfall nicht wahrscheinlich über Abbauaussendungen oder zusätzlich auch. Und im Fall der Angebotezeichnung über ein anerkanntes Handelssystem, das wird es bei einer Tokenisierung im Regelfall jetzt auch nicht sein. Deswegen, da sind die Einkommensteuerrichtlinien wahrscheinlich ein bisschen hinten nach und würden dann über eine Erneuerung bedürfen. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir in den nächsten Jahren noch erleben. Genau, ja. Und wenn wir jetzt, habe ich es eh schon ein bisschen weggenommen, auf die nächste Seite bitte. Quasi kommen wir eben quasi zu, wie kann ich so einen Security-Token, der quasi als Genussrecht auf die Immobilie gesehen ist, ideal ausgestalten. Wenn ich mir jetzt rückblickend auf den heutigen Vortrag quasi in der ersten Phase überlege, wer sind meine Kunden und wie viele werde ich haben, und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich zumindest nachweisen kann, dass ich mehr als 100 Kunden angesprochen habe, dass vielleicht sogar mehr als 100 Kunden zeichnen, dann würde ich im Pauschale mal betrachtet vorschlagen, dass man so ein Genussrecht als Obligation und ähnliches Genussrecht ausgestaltet, dass man eben in die Situation kommt, dass die Gesellschaft selber die Zahlungen steuerlich geltend machen kann und der Investor die Sache entbesteuert, nach Abzug der Käst ausgezahlt bekommt und sich um nichts weiteres kümmern muss. Wenn ich das nicht sicherstellen kann, und das kann vielleicht ab und zu sein, ist die Frage, ob man nicht dann um den Investor, also auf der nächsten Seite bitte, die steuerliche Behandlung zu erleichtern und quasi das Interesse, sich in diesem Token zu beteiligen, wenn ich mich nicht selber darum kümmern muss, zu erhöhen, wäre die Ausgestaltung als Substanzgenussrecht überlegenswert. Weil quasi dann kann ich auf jeden Fall sicherstellen, dass ich eine Endbesteuerung für den Token-Investor sicher erzeugen kann und der sich steuerlich dann nichts mehr kümmern muss, sondern quasi eher einfach seine Erträge endbesteuert ausbezahlt bekommt und die Angelegenheit für ihn am praktischsten ist. So, jetzt bin ich, glaube ich, recht durchgerast, fällt mir gerade auf. Aber dann kommen wir jetzt noch zu meiner kleinen Umfrage. Ich habe eine kleine Umfrage im Hinblick auf dieses öffentliche Angebot mir überlegt, die jetzt, glaube ich, freigeschalten wird. Da geht es nämlich genau um die Frage, nachdem wir ziemlich genau 100 Zuschauer gerade haben und wir eigentlich ja quasi fast ein öffentliches Angebot gerade haben, wie würden Sie erwarten, dass ein öffentliches Angebot betreffend einer Tokenisierung abläuft? Würden Sie sich darüber in Fachmedien informieren oder würden Sie sich darüber in Social Media Informationen erwarten oder wo würden Sie ein öffentliches Angebot für solche Themen erwarten? Ich glaube, die Umfrage ist jetzt schon live oder noch nicht. Ich weiß es nicht. Man warten noch. Man sieht sie, man muss oben auf Umfragen shiften. Aber ich persönlich kann hier nicht auswählen. Wir gehen. Sonst, jetzt unabhängig der Umfrage, wenn sie kommt oder nicht, irgendwelche Fragen gibt, stehe ich natürlich gern zur Verfügung. Ich habe es jetzt quasi, gebe ich zu, kurz und knackig und schnell abgenommen. Nein, absolut. Perfekt. Die Thematik ist quasi man kann schlecht allgemeine Aussagen treffen in dem Zusammenhang, sondern quasi man muss immer sich den konkreten Token anschauen. Und ich habe versucht, jetzt quasi mal eine allgemeine Guideline quasi für so nachträgliche Tokenisierung von bestehenden Immobilien oder quasi parallel zum Erwerb einer Immobilie. Die Umfrage. Sie kann beginnen. Die Zahl 100, ja, das war gut. Also wir sind 91 sind jetzt im On. Das ist erstmal sehr schön. Er freut uns, dass Sie noch bis hierher gekommen sind. Bis zum Mittag, wir sind auch gleich fertig. Die Umfrage lautet, die Einkommensteuerrichtlinien sind hinsichtlich der Beispiele für ein öffentliches Angebot in Bezug auf STOs noch nicht am Puls der Zeit. Auf welchen Kanälen würden Sie die Bewerbung für ein öffentliches Angebot in Bezug auf ein STO erwarten? So, das ist die Frage, Florian. Jetzt habe ich das ausgesprochen. Man kann seine Stimme, man möge seine Stimme abgeben. So, ich auch. Gut, aber wir haben schon erste Ergebnisse. Elektronische Medien da unten führen, ja.
sage ich nur. Jetzt wenig überraschend. Ich weiß natürlich das Ergebnis damit. Jetzt. ja, worauf zieht deine Frage ab, Florian? In welche Richtung? Weil ich die Frage nämlich diskutiert habe vor 2 Monaten mit zwei jungen Herren, die so ein SDO betreiben wollten. Und da ist die Frage aufgekommen, quasi, die waren sich nicht sicher, ob sie quasi wirklich 100 Investoren ansprechen werden können. Und dann war halt die Frage, kommt man ins öffentliche Angebot und wirklich sicher kann man ja nur sein, wenn man halt das erfüllt, was die Einkommensteuerrichtlinien erfüllen. Und wenn ich die 100 Personen erfüllt habe, dann komme ich ins öffentliche Angebot und damit in den Kästabzug. Und bei in dem Fall war halt die Frage, die wollten halt nur quasi über Social Media und über ihre eigene Plattform das bewerben und haben sich ein bisschen echauffiert über die Einkommensteuerrichtlinien. Ich konnte ihnen nicht ganz widersprechen, dass die halt gedanklich so hinten nachsehen. Das wollte ich jetzt einmal quasi vor einem größeren Publikum verproben, ob das quasi nur eine Momentaufnahme war oder quasi ob die Einkommensteuerrichtlinien in der Hinsicht wahrscheinlich sich den Weg der Zeit gehen müssen und quasi ein bisschen offener formuliert und nicht mehr nur quasi so dieses starre Denken, quasi alles läuft über einen Finanzintermediär wie eine Bank oder eine Börse oder ein Handelssystem, sondern... Ja, jetzt habe ich eine Frage als zwar Einkommenszahlender, aber nicht ganz firm im Einkommensteuerrecht bis ins letzte Jahr. Das heißt, das sind doch Richtlinien. Das ist doch etwas, das muss man nicht unbedingt einhalten, aber das ist doch eine gute Vorgabe jedenfalls. Wenn hier steht Abvermehrung, kann man aussetzen. Oder wird mich ein Betriebsprüfer hinten nach, dann quasi nicht damit... Wir haben uns in dem Fall auch getraut zu sagen, es ist ein öffentliches Angebot, auch wenn keine 100 Investoren sind. Aber quasi fand bei dem Moment damals insofern interessant und dachte mir, das wäre vielleicht ein kleines Moment hier am Ende quasi zum. Ja. Ich meine, vielleicht noch ganz kurz, das sind ja auch, wir haben es jetzt gehört, es gibt natürlich noch viele steuerrechtliche, auch regulatorische Themen. Das sind ja auch alles, sag mal, Punkte, die nimmst du dich, Paul, an über die DIAA, ja, also nicht DIA, ja, sondern DIAA. Und da seid ihr eigentlich ein Lobbyverein, wenn man so möchte, also verzeiht den Ausdruck Verein, ja, das ist nicht korrekt, der eigentlich schaut, dass eine Rechtsentwicklung und eine Vertiefung, ja, insbesondere auch in der Politik, ja, stattfindet, damit Digital Assets eigentlich bei uns in der Gesellschaft ankommen. Genau, also das ist, wir machen das zum einen über Veranstaltungen, wir haben ja letztes Jahr zum Thema Steuerrecht eine Veranstaltung dazu gehabt, zum anderen, dass wir einfach zu den, und das ist jetzt, glaube ich, dieses und nächstes Jahr, wird uns das sehr stark beschäftigen, einfach rechtliche und regulatorische Entwicklungen, die eben in neue Gesetze, Verordnungen gegossen werden. Und ich denke, es ist hier sehr wichtig, dass wir hier auch aus Österreich einfach die Stellung abgeben, wo wir sagen, was glauben wir, was gut wäre, um den österreichischen oder den europäischen Markt zu stärken. Und da sehen wir uns genau mit der DAA auch hier einen Beitrag zu leisten und noch einmal die Einladung an alle, die hier mitwirken wollen, gerne ein E-Mail an uns schicken. Wie gesagt, in den Arbeitsgruppen, es ist sehr intensiv, es passiert sehr viel, aber ich glaube, wenn man tief reingehen möchte in das Thema, kann man das in den Arbeitsgruppen sehr gut machen. Danke, Paul. Es gibt noch eine Frage an alle Vortragende, an die Vortragenden von der Britta Seibert. Welche Erfahrungen habt ihr mit Tokenisierung im Bereich Klimaschutz und erneuerbare Energie? Und mein Stichwort dazu, es gab ja einen STO, da gibt es im Windenergiebereich, ZB zum Beispiel. Also vielleicht, dass ich dazu zu Blue Power ein paar Worte sage. Also ich glaube, dass es im Energiebereich und im Klimaschutzbereich grundsätzlich sehr gut passt. Warum? Weil nämlich, jetzt komme ich aus dem Deckmantel des Crowdinvesting oder Crowdfunding heraus, weil das Thema natürlich für viele Personen interessant ist und man in dem Zusammenhang durchaus Finanzierungen aufsetzen kann, die eben mehrere Interessen berücksichtigen. Einerseits, dass man Geld verdienen will, andererseits, weil man auch etwas Gutes und auch Nachhaltiges für die Gesellschaft machen möchte. Deswegen glaube ich, ist das etwas Gutes, das zu machen. Im jeweiligen Fall, im spezifischen Fall, muss man sich dann genau anschauen, wie das dann halt zusammenpasst, dass eben eine Tokenisierung in dem Fall dann wirklich der richtige Schritt ist. Oder ist der erste Schritt ein Crowdinvesting und dann im nächsten Schritt eine Tokenisierung? Aber das kann man sich dann je nach Fall im Detail anschauen. Danke. Super. Ja, ich meine, vielleicht, wir sind jetzt grundsätzlich am Ende, vielleicht noch jeder noch ein ganz kurzes Abschlussstatement, wie wir es aus den Gruppentherapien kennen. Ja. Vielleicht noch ein, zwei Sätze und ich glaube, dann sind wir durch und bedanken uns bei allen fürs Zuhören. Dann magst du beginnen, Robert. Ja, ich möchte mich bedanken für das große Interesse und bei allen Vortragenden. Wir haben die österreichische Blockchain-Landscape gestaltet. Ich selber habe zahlreiche Marketing unterstützt, im Marketing für Projekte vor allem und Businessmodelle. Und das ist das, was wir auch in Zukunft machen. Man sieht schon, man braucht User. Es ist die große Frage, wie kann ich es kommunizieren? Sie haben gehört, es ist alles recht kompliziert. Es ist zwar einfach, aber dann im Detail doch sehr komplex.
Und wir versuchen hier Projekte zu unterstützen, auch wie man das verbreiten kann, wie kann man hier mehr User und Awareness schaffen und schöne Geschichten dazu erzählen mit diesen Dingen, warum diese Tokenisierung spannend sein könnte für die Zukunft. Super. Walter, du auch noch einen Input? Ja, mein Input wäre, ich würde mich freuen, wenn ich den einen oder anderen Teilnehmer des Webinars auch bei der Konferenz sehen würde. Wahrscheinlich DLI und TPA genauso. Und nochmal würde ich freuen, natürlich, wenn sich was tut. Das heißt, ich bin auch mit dem Startup, bin ich sehr offen mit Partnerschaften. Ich gebe gerne Auskunft. Das heißt, die Berührungsängste sind da keine vorhanden. Und Hauptsache, dass der Markt in Fahrt kommt, sage ich mal. Okay, super. Paul? Also ich kann mich da nur anschließen und kann sagen, jeder, der aktiv etwas beitragen möchte, quasi den Finanzfonds der Zukunft zu entwickeln, ich glaube, jetzt ist die Zeit dafür, jetzt werden die Pfeiler sozusagen in den Boden gerammt, um hier einen Beitrag zu leisten. Deswegen freut es mich hier auch in unterschiedlichsten Formen mit dem einen oder anderen in den Austausch zu treten. Danke. Christoph, du fasst dich kurz, oder? Ja, wenn es sein muss. Ich glaube, es ist aus rechtlicher Sicht eines zu sagen, die rechtlichen Rahmenbedingungen mögen komplex sein und es mag auf den ersten Blick relativ kompliziert erscheinen, aber in einer weiteren Betrachtung kann man sagen, wir haben bereits erste Erfahrungen mit dem Produkt des Security Tokens gemacht. Wir haben bereits entsprechende Umsetzungen geschafft. Wir haben bereits den Regulator auch auf einzelne Projekte angesetzt und haben wir entsprechende Zustimmung bekommen. Also ist alles hier entsprechend aus unserer Sicht vorbereitet. Wichtig ist jetzt das Thema Handelbarkeit, dass das in die Gänge kommt. Dann ist aus meiner Sicht das Thema Security Token gerade im Immobilienbereich die nächste Entwicklung, die aus meiner Sicht jetzt in den Markt kommen wird und aus meiner Sicht die logische Fortsetzung aller dieser Schritte der letzten Jahre und so, wie es die Vorredner auch gesagt haben, ist jetzt der Zeitpunkt, ein guter und ein richtiger, auch aus rechtlicher Sicht, mit dem Thema sich konkret zu beschäftigen. Super, danke. Florian, du noch ein Schlussstatement. Ist ja im Wesentlichen alles schon gesagt worden, aber ich glaube auch aus steuerlicher Sicht, quasi, dass es ein spannendes Produkt ist, weil ich quasi halt recht viel, weil es sehr flexibel ist und ich quasi eigentlich im Grunde fast alles, was ich erreichen möchte, damit wahrscheinlich erzeugen kann, auf rechtlicher Ebene dann steuerrechtlich umsetzen. Und deswegen glaube ich auch quasi, dass wenn der Markt jetzt in Schwung kommt, dass wir noch viel von dem Thema hören werden und quasi, dass das lange Zeit begleiten wird. Das glaube ich auch. Also insofern von uns allen, danke, dass Sie da waren, danke, dass Sie dran geblieben sind, 2,5 Stunden. Ja. Bleiben Sie alle gesund und ich bin sicher, wir hören, lesen und sehen uns alle bald ganz, ganz wieder. Dankeschön. Dankeschön.